Guten Morgen, guten Abend, guten Tag und hallo. Willkommen in Café Lit aus der Alten Feuerwache in Mannheim. Mein Name ist Insa Wilke, an meiner Seite glücklicherweise Katharina Wader und Nejati Öziri. Und um uns herum, beziehungsweise vor uns, das fantastische Publikum hier bei Café Lit und das nicht weniger spektakuläre Team von Café Lit. Und wir begrüßen alle zusammen das zeitgereiste Publikum vor den Bildschirmen, das offenbar noch an das Gute in der Welt glaubt, denn sonst hätte es nicht angeklickt und eingeschaltet, denn Café Lit mag Möglichkeitssinn. Und heute haben wir eine Spielregel, nämlich Bücher, über die wir nochmal sprechen wollen. Mhm. Dazu dann gleich. Und aber erstmal siezen wir oder duzen wir? Du. Gerne du. Gut, bin ich auch sehr dafür. Dann, wir sprechen ja gleich über einen Autor, dem es sehr wichtig war, Erzählen und Erfahrung zusammenzudenken. Ich glaube, er hat irgendwo einmal gesagt, Erzählen geht nicht ohne Erfahrung. Wie seid ihr hergekommen? Habt ihr eine Geschichte mitgebracht, die euch in den Schoß gefallen ist? Heute? Ja, heute. Ich finde es witzig, dass wir sind beide aus Berlin angereist, saßen in den gleichen Zug für 5 Stunden. Quasi nebeneinander. Quasi nebeneinander und erst in der letzten Minute haben wir es gemerkt. Was hast du die Zugfahrt über gemacht? Ich habe ganz viel Baldwin-Sachen, Interviews gehört. Ganz viele Fernsehbeiträge, was sehr unterhaltsam war tatsächlich. Ja, toll, hätte ich mich mal daneben gesetzt. Ja. Ja, schön, jetzt habt ihr schon gesagt, James Baldwin haben wir heute als Autor, über den wir sprechen wollen, beziehungsweise ein Buch. Und irgendwie hat sich ergeben, dass Nejati sagen durfte und wir uns darauf eingelassen haben, was für ein Buch es ist, über das wir nochmal sprechen wollen. Warum James Baldwin? Es wurde wahnsinnig viel in den letzten Jahren wieder über ihn gesprochen. Das stimmt, der hat so eine Renaissance erlebt vor kurzem. Alles wurde ja auch neu übersetzt und so, aber ehrlich gesagt, als du mich gefragt hast nach Vorschlägen, habe ich einfach an meine Lieblingsbücher gedacht. Ich bin gar nicht so ein Baldwin-Experte wie jetzt viele andere, ehrlich gesagt, aber das Buch habe ich einfach geliebt. Aus so unterschiedlichen Gründen, quatschen wir bestimmt später drüber. Und dann habe ich ein bisschen gehofft, dass ihr es auch gut findet, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Glück gehabt. Mal gucken. Ja, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass ihr zugesagt hättet, wenn ihr es schrecklich findet. Ja. Aber was mich nochmal interessiert, wie seid ihr denn, also es geht um If Beale Street Could Talk, 1974 erschienen, original, dann in den 80er, nee, Moment, wann ist es das erste Mal übersetzt worden ins Deutsche? Ich glaube, kurz da, nee, auch 74, glaube ich sogar. Also ziemlich schnell. Und 2021 dann eben in dieser Neuübersetzung, die du schon erwähnt hast, von Miriam Mandelko. Oh Mann, Insa, das war 2018. Das passiert mir im Laufe der Sendung noch einige Male, dass ich Worte verdrehe, dass ich Zahlen durcheinander werfe, dass ich ewig brauche, um zu meinem Gedanken zu kommen, wenn ich denn zu einem Gedanken komme. Ich bin einfach total nervös. Aber eigentlich ist das nicht so schlecht, weil wir ein Motto haben bei Café Lit und das ist ein Satz von Christoph Schlingensief und der heißt, wir müssen die Fehlerquote erhöhen. Und warum wir glauben, dass das wichtig ist, wenn man wirklich Gespräche führen will, das erklären wir auf unserer Website, kaffeelit.de, könnt ihr mal schauen. Außerdem gibt es zusätzliches Spielmaterial. Katharina, Nejati und ich werden nämlich die eigene Sendung kommentieren, einfach weil einem die guten Gedanken manchmal hinterher kommen, weil man das Bedürfnis hat, eine Situation zu erklären oder auch einfach einen Kommentar loszuwerden. Wir wollten mal probieren, ob das geht. Könnt ihr mal schauen. Mich interessiert, wie ihr jetzt in die Beale Street eingeflogen seid. Von wo? Herkommend? Ja, zum Beispiel. Also du hast es jetzt offenbar schon vor längerer Zeit gelesen, jetzt wieder gelesen. Was bringt man mit in dein Buch? Egal, du kannst anfangen. Ich gehöre zu den Leuten, die... Ich soll ja auch so ein bisschen um den Leseprozess gehen, wenn ich es richtig verstehe. Und ich gehöre zu denen, die so jedes Buch öfter lesen. Ich habe nicht so viel gelesen in meinem Leben, glaube ich, verglichen mit vielen anderen Leuten, die sich mit Literatur beschäftigen. Aber ich lese die Dinge oft und ich finde immer was Neues. Und natürlich nicht, weil die Bücher sich verändern, sondern weil ich mich verändert habe. Und jetzt habe ich sozusagen Baldwin gelesen und so blöd es klingt, aber ich habe jetzt einmal selbst ein Buch geschrieben und bin diesen Lektoratsprozess durchgegangen und habe auf ganz andere Sachen geachtet als das letzte Mal, als ich es gelesen habe.
Ich habe jetzt viel handwerklicher drauf geguckt. Und also vielleicht stimmt dir die Zuhörer, ich finde, es ist einfach fast so perfekt gebaut, handwerklich gebaut. Es ist ja eigentlich ganz simpel, eine ganz, ganz simple Story, blöd gesprochen. Im Sinne von dramaturgisch simpel. Es wird das erste Date erzählt, es wird das erste Mal erzählt, es wird irgendwie die Planung von der Hochzeit erzählt. Soll ich eigentlich kurz erzählen, worum es Ja, geht? mach mal. Ich hätte gleich auch noch danach gefragt. Erzähl mal. Wer kennt denn das Buch? Beale Street Blues. Ach, gar nicht alle. Okay, dann. Wer kennt denn James Baldwin? Oder wer hat schon mal James Baldwin gelesen? Okay. Na dann Dann wäre vielleicht zum ein Beispiel kurzer die Frage Inhalt. auch, oder vielleicht auch die Frage, was muss man über James Baldwin vielleicht wissen? Gibt es was, was ihr meint, was man wissen muss, bevor wir hier weiterreden? Ich finde nicht. Okay. Also nichts fürs Buch. Ich finde, man kann seine Literatur lesen, ohne was über die Person zu wissen. Aber es ist natürlich vielleicht ein bisschen zeitlicher Kontext so und so. Ich glaube, andersrum, man lernt ganz viel über ihn als Person, wenn man seine Sachen liest, weil es so nah an ihm und seinen Struggeln dran ist. Nicht, dass es autobiografisch ist, sondern eher, dass man merkt, so in welchem Kosmos bewegt er sich, was brennt ihm so auf der Seele. Und das kriegt man ganz stark durch die Literatur mit. Also ich sehe ihn sehr stark in diesem schwarzen Bürgerrechtskontext der 60er, 70er Jahre der USA. Und das höre ich aus jeder Pore seiner Literatur raus. Und da verstehe ich auch in seiner Literatur so, was ist sein Anliegen, sein politisches Anliegen, sein gesellschaftliches Anliegen. Ich habe seinen Roman als sehr gesellschaftlich gelesen, obwohl es um Pärchen und eine Liebesgeschichte geht. Und so habe ich ihn, so lerne ich ihn kennen über seine Literatur. Jetzt habe ich schon ein paar Facts über ihn Ja, gesagt. und da ist total interessant dann auch vielleicht die Frage, wie wird er heute gelesen? Wie lesen wir ihn heute? Drei Lesende, drei Bücher vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber tatsächlich jetzt erstmal erzähl noch mal die Geschichte und sag du mal, wie du die Geschichte erzählen würdest. Vielleicht würden wir anders erzählen. Naja, also das Buch erzählt die Liebesgeschichte, und da geht's schon los, Ja. eines Pärchens. Sie heißt Tish, er heißt Fonny. Die kennen sich, lernen sich kennen, als sie noch ganz klein sind. Ich glaube, sie ist 9, er ist 11, irgendwie so. Also das ist so eine Sandkastenliebe, nur dass es keinen Sandkasten in dieser Straße gibt. Alright, ihr seht, ich habe keine Ahnung von Kindern. In meiner Welt spielen 9- und 11-Jährige noch im Sandkasten. Aber gut, ich hoffe, es wird trotzdem klar, was ich meine. Nämlich, dass die beiden auch ein bisschen aufwachsen wie Geschwister, bis sie halt entdecken, dass es Körper gibt. Das heißt, es sind mehr oder weniger Kinder, die so einander in einem schwarzen Viertel, in einer rassistischen Welt gegenseitig Halt geben. Die kommen aus nicht so einfachen, armen Familien. Und deren Liebesgeschichte wird erzählt. Und zwar, wie die sich kennenlernen, wie die ihr erstes Date haben, wie die gemeinsam in die Kirche gehen als Kinder, wie die das erste Mal gemeinsam essen gehen, wie das erste Mal miteinander schlafen und so weiter und so weiter. Es wird nicht so chronologisch erzählt. Wir steigen ein mit Tish, die ins Gefängnis geht, und Alonso, also Fonny, der sitzt wiederum unschuldigerweise im Gefängnis, und ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Und dann geht es sozusagen, den Rest des Romans wird sozusagen einerseits in Rückblicken deren Liebesgeschichte erzählt und andererseits wird gezeigt, wie diese Familie, also vor allem Tischs Familie, versucht, Fonny da rauszukriegen. Und was eigentlich passiert ist, wie er ins Gefängnis gekommen ist. Und was sie unternehmen können, die besorgen sich dann einen Anwalt und versuchen irgendwie die Zeuginnen oder den Zeugen mit denen Kontakt aufzunehmen und so weiter und so weiter. Aber eigentlich ist es ist ein ganz schmaler Band. Jetzt komme ich zurück zu meiner Leseerfahrung. Und ich habe halt eben diesmal so wirklich darauf geachtet, wie ist es handwerklich gemacht. Und ich glaube, sowas könnte man sehr kompliziert erzählen. Und es ist wirklich einfach ganz, ganz simpel. Also es ist im Prinzip die Sprache eines jungen Mädchens auch. Es ist aus der Ich-Perspektive von Tisch geschrieben. Wobei das hier und da gemogelt ist, habe Ja, ich ein das bisschen Gefühl. gemogelt. Ab und zu werden dann so Sachen erzählt, da weiß man, okay, da kann Tisch nicht bei gewesen sein und es kann auch nicht so richtig ihre Sprache sein. Aber grundsätzlich ist es erstmal die Sprache eines jungen Mädchens. Man fragt sich ja auch manchmal, ist es jetzt James Baldwin, der spricht? Ja. Also, Ja. genau, können wir später noch zukommen. Genau. Und
Und darauf habe ich halt sehr geachtet. Also das ist sozusagen in der Dramaturgie der Wechsel zwischen der Jetztzeit und der Erinnerung, also wie die sich kennengelernt haben und so weiter. Das ist so ein ziemlich simpler Weg. Was simpel nicht, aber das klingt so blöd, ich sage das jetzt so, aber nichts ist schwieriger als eine Geschichte wirklich gut zu erzählen und nicht irgendwie literarisch, Handwerk, also so, da so ohne Ende Spitzen reinzuhauen. Was würdest du denn sagen, was das Gute daran ist, wenn ich halt jetzt sage, gut erzählt, einfach schon mal erzählt, aber was ist das Einfache, was Gutes bei Baldwin? Könntest du das sagen? Und würdest du was bei der Geschichte ergänzen? Ich würde was bei der Geschichte ergänzen und ich würde, ich sage erst das Erste und dann das Zweite. Ja. Ich finde auch, es ist sehr einfach erzählt und das ist das Gute an der Geschichte. Da ist wenig Firlefanz dran, was ich persönlich immer überhaupt nicht leiden kann. Genau. Das ist einfach zack, zack, zack. Aber es ist halt eine sehr, es ist die Liebesgeschichte sehr einfach erzählt, weil da drin so viel anderes steckt, was ich die ganze Zeit lese. Und da würde ich sagen, das ist das für mich Spannende und Gute an Baldwin und das Gute an seinem Schreibstil ist, so wie ich ihn lese. Er erzählt eine individuelle Geschichte und erzählt eine ganze Gesellschaft an. Und dieses Gesellschaftliche ist, das irritiert mich krass mit dem Handyton. Sorry. Es ist gut, dass es einmal vorkommt. Jetzt sind alle anderen aus. Er erzählt eine individuelle Geschichte mit individuellen Charakteren. Das sind auch keine Schablonen oder keine sozialen Charaktere. Das sind ganz klare Individuen. Und das ist auch ein politisches Statement, zu dem ich gleich mehr sagen kann. Aber mit dieser Geschichte erzählt er Rassismus und diese Geschichte wäre als solche und wie eine Gesellschaft mit Rassismus funktioniert, wie man in Rassismus aufwächst und was das mit dir macht, was das mit deinem Verhältnis zu Liebe macht, was das mit einer Liebesbeziehung macht, was es mit deinem Verhältnis zu deinem eigenen Körper macht, etc. etc. Es aus jeder, wie ich vorher sagte, aus jeder Pore tropft da so was Gesellschaftliches und das ist so stark an dieser Geschichte. Es ist eine simple Geschichte, die einen ganzen Kosmos erzählt und wahnsinnig viel über diesen Kosmos erzählt. Das fand ich gut und so habe ich ihn auch gelesen. Und was war die andere Frage? Was das, Nejati hat gesagt, das ist so gut erzählt. Das finde ich gut erzählt, dass es halt das Gesellschaftliche drin hat in dieser Geschichte. Genau. Um nochmal auf den Schreibstil zurückzukommen, es gibt viele Aspekte, die ich da nennen könnte, die mich fesseln an Baldwins Schreibstil. Aber ein Aspekt, und der geht so ein bisschen einher mit dem, was ich davor gesagt habe, über die Figurenkonstellation. Da werden Charaktere beschrieben und gleichzeitig funktionieren die als soziale Charaktere. Das sind schwarze Charaktere. Und im Zusammenhang mit diesen schwarzen Charakteren wird über die Verdichtungen, über die Wortwahl, über die Enge der Sätze, über das schnelle Aufeinanderprasseln von Situationen, das Steckenbleiben, wird eine enorme Enge und Bedrängtheit suggeriert, in der sich die Personen befinden. Und gleichzeitig innerhalb dieses schon einschnürenden Gefühls, was ich über den Stil bekomme, gleichzeitig gibt es da drin eine unglaubliche Lebendigkeit in der Wortwahl, im Wortwechsel, wie die Figuren miteinander interagieren. Wir haben Beschreibungen, die sich ablösen und einfließen in wörtliche Rede und wieder rausgehen und wieder reingehen. Und es ist eine Geschwindigkeit da, es ist ein Pulsieren, ein Rhythmus da und der genau diesem Korsett total entgegensteht. Und wir bekommen ein Gefühl über diesen Stil davon, in welcher Situation sich die Figuren befinden. Und wie sie aber in dieser Situation trotzdem agieren und Subjekte sind. Und das Zweite war, was würde ich dieser Inhaltsangabe hinzufügen? Ja, genau. Und das Erste, was ich der Inhaltsangabe würde ich zum Ersten auf jeden Fall hinzufügen, dass es um diese Inhaftierung geht, dass diese Inhaftierung so stark im Mittelpunkt steht und dass es auch mit der Liebesgeschichte macht, dass die Geschichte eben nicht die gleiche wäre, wenn es nicht diese Inhaftierung geben würde. Und diese Inhaftierung aber so ein markantes Moment ist im Aufwachsen als schwarze Person in den USA, also ein wiederkehrendes Moment, was wir bis heute haben, ein starkes Politikum, was diese Beziehung und den Inhalt auch ganz stark formt. So, also diese Inhaftierung, da werden wir wieder bei dem gesellschaftlichen, politischen, würde ich ganz stark mit in den Vordergrund stellen. Ja. Ja. Und kannst du auch noch erzählen, von wo du in die Beale Street eingebogen bist? Ich hatte vorher Beale Street nicht gelesen als Roman. Natürlich kannte ich Baldwin, kannte Sachen von ihm,
Aber ich kam aus meinem Erfahrungsspektrum und wollte immer mehr auch noch von Baldwin lesen, weil Baldwin, ich bin in der DDR geboren, in Ostdeutschland aufgewachsen und arbeite ganz viel dazu, zu nicht weißen Perspektiven auch aus und auf die DDR, auf Ostdeutschland. Und Baldwin wurde enorm groß verlegt in der DDR. Baldwin gibt viele, viele Auflagen, viele Sachen wurden von ihm verlegt, als Hardcover, in Romanzeitungen, viel besprochen. Baldwin war ein großer oder sagen wir viel verlegter, ein prominenter Autor in der DDR, was so sich in so eine Tradition einfügt, dass schwarze Aktivistinnen, schwarze BürgerrechtlerInnen aus den USA vor allem sehr sichtbar waren in der DDR. Das ist ein Kosmos, mit dem ich mich sehr viel in meiner Arbeit auseinandersetze, sowohl im Schreiben als auch jetzt im Film. Und so bin ich in Baldwin eingestiegen. Ich dachte so, okay, was war, also einerseits, klar, was steckt in dem Buch, aber andererseits so habe ich immer im Hinterkopf so, wie wurde das rezipiert? Warum wurde Baldwin gerade so stark rezipiert? Wie passt er in diesen Kosmos, mit dem ich arbeite, wo Angela Davis ein Superstar war, wo Eslander und Paul Robeson Superstars waren? So, wie passt das alles zusammen? Und das passt sehr gut mit BS3 zusammen. Ich finde ganz schön, dass das eine Licht hier immer ausfällt, weil das irgendwie so ein bisschen ist, als ob aus dem Jenseits immer hier mal reingefunkt wird. Ich interpretiere das mal als Zustimmungszeichen und als Zeichen, dass wir ein bisschen wach bleiben sollen. Vielleicht kann ich ja auch noch sagen, von wo ich das Gefühl hatte, eingebogen zu sein. Ich finde das gar nicht so einfach eigentlich zu beantworten. Ich habe Baldwin, glaube ich, tatsächlich wahrgenommen, ganz kurz bevor dieser Dokumentarfilm von, helft mir, Raoul Peck, ne? Ja. Ich glaube, ja. Das war 2017. Rauskam und da ging ja dann so ein Hype los. Ich weiß gar nicht, ob der DTV-Verlag vorher schon vorhatte, James Baldwin neu übersetzen zu lassen von Miriam Mandelko oder das dann damit zusammenfiel. Und kurz vorher ist mir aufgefallen, dass der ständig auftauchte, der wurde ständig zitiert von AutorInnen wie Sascha Mariana Salzmann, von Caroline Ehmke, ganz viele Jüngere, überall wurde auf einmal Baldwin zitiert. Und das ist mir aufgefallen, ich hatte ihn vorher nicht gelesen. Und habe dann eben diese Neuübersetzung gelesen. Damals als erstes kam, glaube ich, von dieser Welt raus. Go Tell It on the Mountain im Original. Dann nach der Flut das Feuer. Ja. Und Beale Street Blues habe ich dann später auch gelesen, aber habe mich komischerweise nicht mehr daran erinnert. Und habe es vermischt mit einem anderen Buch, was auch wieder interessant ist, nämlich mit Anne Petrie, The Street. Und ich bin sicher, für Beale Street Blues, dass James Baldwin sie gelesen hat. Anne Petrie hat 1946 diesen Roman The Street gelesen, wo es eben auch um eine Straße geht, wo eine alleinerziehende Mutter, Lutie, mit ihrem Sohn Bub lebt. Und es geht um das, was du gerade gesagt hast. Was macht eine rassistische Gesellschaftsstruktur mit den Menschen? Wie diese Frau versucht, in dieser Straße in eine bessere Gegend zu ziehen und immer wieder zurückgezogen wird. Und hier ist auch die Straße der Protagonist. Und das fand ich so interessant, dass James Baldwin sich offenbar, dass da eine Korrespondenz ist zu einer Frau, einer schwarzen Autorin, die aber irgendwie in der Rezeption gar nicht so besprochen wird. Und gleichzeitig James Baldwin für mich ein Autor ist, der auf unfassbar genaue Weise Frauenfiguren schreiben kann, hatte ich den Eindruck. Da stimmt er schon wieder zu. Licht es auf. Also, naja, ich weiß nicht. Vielleicht war das eher Anne Petrie, die hier reinfunkt, weil sie so empört darüber ist, dass sie zumindest in Deutschland nie als Vorbild von James Baldwin genannt wird, zumindest für diesen Roman Beale Street Blues. Und er muss sie gelesen haben. Er war 22 Jahre alt, als Die Straße erschien. Und das Buch muss rumgegangen sein in der schwarzen Community. Und ich bin nicht sicher, ob ich nicht finde, dass Die Straße
in einer Hinsicht noch stärker ist als Beale Street Blues, nämlich was die Atmosphäre angeht. Ann Petry macht nämlich wirklich die Straße zur Protagonistin und das hat teilweise sowas Unheimliches, Horrorhaftes, was sie da aufbaut, dass ich das einfach literarisch wirklich zum Atem verschlagen finde. Und bei James Baldwin dachte ich, ob in dieser Hinsicht, was dieses Atmosphärische und das Zuziehen der Spannung angeht, vielleicht Giovannis Zimmer doch der stärkere Roman ist. Aber das habe ich hier nicht gesagt und leider nicht mit den anderen diskutiert, weil ich sowieso so viele Gedanken gleichzeitig versucht habe, in Antworten unterzubringen, dass das eh alles nicht hinhaut. War nicht sehr schlau. Das alles, was ich da gelernt habe in der Zeit, als ich angefangen habe, James Baldwin zu lernen und auch dann in der Auseinandersetzung mit Aktivistinnen aus der gerade schwarzen Frauenbewegung auch in Deutschland, das war, glaube ich, so meine Einflugschneise jetzt in Beale Street, auch mit der Frage, werde ich adressiert von diesem Buch als weiße Leserin oder nicht? Oder werde ich eingeladen, zuzuhören und zuzuschauen und muss dann schauen, was ich damit mache? Und das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr beschäftigt hat, jetzt auch bei der Wiederlektüre. Und hattest du das Gefühl, adressiert zu werden? Hattest du das Gefühl, adressiert zu werden? Ja, ich glaube schon, weil ich, glaube ich, der Inhaltsangabe noch was dazu fügen würde. Ich würde, glaube ich, sagen, es geht hier auch, zumindest bei der Familie von Tisch, um Figuren, die, wie du gesagt hast, alle verletzt sind, sich schützen müssen vor dem, was von außen, wie sie verbogen werden, wie sie zugerichtet werden von außen. Und ich finde es unglaublich, dass in diesem Buch, in der Familie von Tisch zumindest, ich den Eindruck hatte, die haben alle was in sich schützen können. Die haben, glaube ich, eine Freiheit in sich bewahrt. Und darum ist die Familie von Tisch, glaube ich, ein bisschen anders als die Familie von Phony. Und ich fühle mich davon angesprochen, weil das, glaube ich, etwas Allgemeines ist. Die Frage, wie schützt man in einem gesellschaftlichen System, das vielleicht auch grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, zu disziplinieren, wie schützt man eine innere Freiheit in sich? Und wenn man das schafft und sichtbar machen kann, könnte daraus dann die Folge sein, dass weniger Gewalt existiert. Das ist, glaube ich, so etwas, was ich bei James Baldwin als Gedanken lese, der mich sofort anspricht, auch in heutiger Zeit, muss ich sagen. Interessant. Ich habe es überhaupt nicht so allgemein gelesen, also, sondern als sehr spartes Buch. Kann ich mal, ich habe meine Ausgabe vergessen. Es fängt ja an, das hat mich total abgeholt, die ersten Sätze. Und da war ich so, okay, ja, I'm in. Es fängt an mit diesem Vorwort. Ja. Ja, da, genau. Ja. Ich lese es mal. Ja. Vorbemerkung, die Beale Street ist eine Straße in New Orleans, wo mein Vater, wo Louis Armstrong und der Jazz geboren wurden. Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der Beale Street, ist im schwarzen Viertel irgendeiner amerikanischen Stadt geboren. Ob in Jackson, Mississippi oder in Harlem, in New York, alle Endpunkte stammen aus der Beale Street. Die Beale Street ist unser Erbe und im Englischen heißt es Our Legacy. Und das hat mich total abgeholt, diese Idee, also ich meine, der Roman spielt nicht in der Beale Street, der Roman spielt in New York. Die Beale Street ist in New Orleans und, oder? Ja. Nicht, dass ich jetzt hier mich total Kopf und Kragen rede. Die Beale Street ist in New Orleans, Louis Armstrong wurde dort geboren, aber er nimmt es so als Metapher. Beale Street ist ja auch dieser Song, dieser Jazz-Song, der in der schwarzen Bevölkerung durch Ella Fitzgerald nochmal sehr bekannt wurde, If Beale Street Could Talk, und dann auch durch Louis Armstrong nochmal performiert wurde, wo es um diese schwarze Straße geht, die so mit Erben verbunden ist. In der, in dem Text heißt es auch, wo man schöne schwarze Menschen sieht oder und so die Menschen beschrieben werden und der Blues beschrieben wird, die Dynamik beschrieben wird, also diese Lebendigkeit beschrieben wird von einer Gesellschaft, die nie gesehen wird. Da wird ein Erbe postuliert und das hat mich total abgeholt, ganz einfach, weil so wie der Roman geschrieben ist, die Sprache, die Referenzen, die Geschichte, die Selbstverständlichkeit von Rassismus, die Teil eines individuellen Lebens ist, all das sind Geschichten,
die man in der Zeit zumindest nicht oder wenig in der Literatur gefunden hat, die überhaupt erstmal geschrieben werden mussten, damit sie irgendwie die Zeit überdauern und sichtbar werden und damit ja auch Teil von einem kulturellen Erbe überhaupt werden konnten, dadurch, dass Baldwin sie auch geschrieben hat, diese Figuren manifestiert hat, ihr authentisches Sein manifestiert hat. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn diese Nichtsichtbarkeit von schwarzen Leben und gerade auch, das sind alles Charaktere, die Working Class wahrscheinlich sind, zum Teil auch darunter, das sind Geschichten, die normalerweise fehlen, wo eine Leerstelle ist. Und wahrscheinlich resoniere ich so stark auch damit, weil ich eben aus dieser Intersektion, also aus diesem Ostdeutschsein und Schwarzsein heraus arbeite und die Erfahrung gemacht habe, dass es mich mein Leben lang irgendwie einfach nicht gab in der Öffentlichkeit. Wenn man über Ostdeutsche spricht, spricht man über weiße Menschen ganz automatisch, spricht man über nicht weiße Personen in Deutschland, geht man irgendwie auch sehr automatisch davon aus, dass es ein bisschen westdeutsch sozialisierte Personen sind. Aber in dieser Intersektion gibt es das nicht. Ich bin aufgewachsen mit keiner Idee davon, dass es eine Geschichte zu mir und Menschen wie mir gibt, dass es eine schwarze ostdeutsche Geschichte gibt. Und ich musste mir die jetzt ganz langsam aneignen und bin immer noch dabei und weiß, wie precious das ist, wie wichtig das ist, um irgendwie sich selbst zu verorten und sich zu verstehen und wie wichtig ist, dass das nicht verloren geht. Und mit dieser Legacy und der Beale Street hat mich Baldwin gleich so gepackt, mich war so, yes, ich verstehe, was du machst, ich fühle es, jede Sekunde davon fühle ich, auch wenn es eine andere Realität ist. Ich habe gerade gemerkt, dass ich eurer Frage ausgewichen bin, mit der Frage, ob ich adressiert mich fühle. Ja. Ich bin auf dieses Allgemeine ausgewichen, aber jetzt, wo du das Vorwort, das ich auch ganz toll finde, vorgelesen hast, bei dem Unser Erbe, da ist ja genau die Frage der Adressierung auch. Und ich lese da sehr klar eine Adressierung an eine schwarze Leserschaft, aber an mich, die Frage lese ich, also ich stelle mir automatisch die Frage, ist es nicht auch mein Erbe in dem Sinne, dass ich mich fragen muss, was mache ich denn damit? Mit der Tradition, in der ich dann, hier kommen ja auch weiße Figuren vor, hier eben auch erzählt werde. Da gibt es ja die interessante Figur des Anwalts und des Polizisten, der diese ganze Justizgeschichte überhaupt auslöst. Und die werden von ihm ja auf eine Art und Weise beschrieben, die für mich nahelegt, zu fragen, wie schreibe ich mich da in diesen Text ein und was mache ich in der Folge vom Verhalten dieser Person? Und der Anwalt ist ja durchaus positiv, der wird ja in einem Lernprozess gezeigt. Der will den Fall erst wie jeden anderen behandeln und irgendwann merkt er die Reaktion des, der Kollegenschaft, die eben sich wundern, dass er sich tatsächlich interessiert und fängt an nachzudenken. Und dann eben über die Gesellschaft nachzudenken. Und ich glaube, insofern ist da eine sehr viel direktere Adressierung, die ich wahrnehme, auch wenn ich sie in eine andere Richtung lese. Ich stimme euch beiden zu. Ich bin auch hängen geblieben bei der Vorbemerkung. Und habe mich aber, ich habe es interessanterweise ganz anders als du gelesen, was natürlich irgendwie klar ist. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, an wen richtet sich diese Vorbemerkung? Ja. Weil geht der anderen weiter? Naja, wem erklärt er das denn? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich habe eine Antwort darauf. Also, dass du dir die Frage stellst. Nee, entschuldige, aber was ich sozusagen meine ist, das ist doch, also ich wundere mich so darüber, weil ich mich frage, theoretisch einer in der Beale Street groß gewordenen Person muss man doch nicht erklären, was die Beale Street ist. Das wurde ihm ja auch immer vorgeworfen, dass er sozusagen zu viel erklärt und sich imaginär an eine weiße Leserschaft richtet. Und insofern habe ich mich bei dieser Vorbemerkung schon gefragt, ja, er sagt, das ist unser Erbe und es geht in die eine Richtung. Und gleichzeitig ist die ganze Performance, eine Vorbemerkung dahin zu schreiben, die eigentlich für Leute, die das wissen, was unser Erbe ist, geht irgendwie in die andere Richtung, oder? Den ersten Teil hat man der deutschen Version zugeführt. Das wollte ich sagen, deswegen wirkt das, glaube ich, noch mehr stärker so. Welcher erste Teil? Die Beale Street ist eine Straße in New Orleans? Ja. Wo mein Vater, wo Louis Armstrong und der Jazz geboren. Na gut, aber auch alles andere.
Aber ist es nicht vielleicht auch an die Zukunft gerichtet? Also es geht ja noch weiter. Du hast bis zur Mitte vorgelesen, Katharina, und es geht dann noch weiter. Dieser Roman handelt von der Unmöglichkeit und von der Möglichkeit, von der absoluten Notwendigkeit, diesem Erbe Ausdruck zu geben. Die Beale Street ist eine laute Straße. Es bleibt dem Leser überlassen, aus dem Schlagen der Trommeln den Sinn herauszuhören. Und das fand ich auch interessant. Er sagt das Laute, aber offenbar ist da noch was Leises, was man vielleicht nicht sofort hört. Und ist es eigentlich tatsächlich so, dass wer in der Beale Street aufgewachsen ist, weiß, was die ist? Also weil die Figuren, glaube ich, erzählt er so, dass sie es nicht alle wissen, oder? Doch, im Roman selbst ging es mir nicht so. Im Roman selbst hatte ich das Gefühl, das spielt sozusagen in diesem Viertel und da wird mir nicht so viel erklärt. Das wird eher gezeigt. Das ging mir nur ich bin über diese Vorbemerkung gestolpert, weil ich dachte, eigentlich ist die nicht nötig. Also was steht denn da drin? Da steht drin, es bleibt dem Leser überlassen, einen Sinn herauszuhören. Ach was? Also es ist so, okay, ich war so, okay, why? Also warum gerade das? Und der Roman handelt von der Unmöglichkeit und von der Möglichkeit, diesem Erbe einen Ausdruck. Also es ist eigentlich eine widersprüchliche Bewegung. Diese die hat er aber ja ständig im Roman. Genau, und das macht es natürlich großartig. Permanent wird gesagt, also werden Dinge wirklich einander widersprüchliche Sachen einfach nebeneinander gestellt. Also, ich suche mal ein Beispiel. Warte, ich habe welche rausgeschrieben. Während wir blättern, kann ich ja mal kurz was sagen, nämlich erstens, dass ich es total faszinierend finde, dass man so wenige Sätze so unterschiedlich lesen kann. Das ist doch toll und wir kriegen zum Teil gar nicht mit, dass wir es ganz unterschiedlich verstehen. Und das andere ist, dass ich diese widersprüchlichen, paradoxen Formulierungen, die James Baldwin verwendet, durchaus auch kritisch sehe, weil er damit, glaube ich, auch, er ist ja ein wahnsinnig guter Rhetoriker, weil er damit auch sein Publikum durchaus manipuliert. Dadurch entsteht so was ganz Pathetisches und man wird so ganz aufgeladen. Und ich bin nicht sicher, ob man das nicht auch kritisch betrachten kann. Hätte ich gern mit den anderen noch drüber diskutiert. Aber ich finde sozusagen, im Text ist es nochmal eine andere Sache, weil da funktionieren die Widersprüche so, dass die komplexe Charaktere irgendwie machen. Ne, also zum Beispiel, Daddy sah aus, als wenn er Fonny zu Boden schlagen will. Er sah aus, als wenn er ihn in den Arm nehmen will. Ja, mein Leben hielt mich, mein Leben holte mich. Ja, und ich weiß sofort, was jemand meint. So, er sieht aus, als ne, da ist sozusagen ein Gefühl beschrieben. Und das verstehe ich, das macht den Charakter dreidimensional und komplex. I got it. Und niemand kann das sozusagen, also wirklich, so bei Baldwin ist mir das schon ganz oft aufgefallen, der sagt einfach diametral widersprüchliche Sachen und das sitzt aber trotzdem. Es widerspricht sich nicht, sondern es macht es komplex. Aber diese Vorbemerkung habe ich gedacht, ach was. Mich hat die total abgeholt. Mich hat die auch abgeholt, aber in einem anderen Sinne einfach. Aber in welchem Sinne hat die mich abgeholt? Ich habe das Gefühl. In dem Sinne von, du bist auch gemeint. Ah, und ja, nicht okay. In dem Sinne von, das ist unser Buch. Ja. Und es meint wahrscheinlich beides, das ist das Schöne daran. Ich fand, man mit dem Vorbemerkungen hat man es einfach nochmal auf den Sockel gehoben. Also wie so ein bisschen wie im Museum, wo man erst zum Ready-Made wird, dadurch, dass es auf dem Sockel steht und im Museum steht. Und er bringt es in diese Tradition, wie gesagt, der Roman spielt nicht in der Beale Street. Er bringt es aber in diese durch und durch schwarze amerikanische Tradition rein, in diese Linie. Und reiht sich damit ganz vielen, die auch schon diese Arbeit geleistet haben, ein. Und schafft damit Legacy. Also ich finde, im Englischen funktioniert es so viel besser als im deutschen Erbe, im englischen Legacy, wo so eine Linie gezogen wird, wo viele Geschichten zu einer Geschichte, zu einer Erbschaft, zu einer kulturellen werden, in die man sich einreihen kann, die einen irgendwie auch... Ja. Und das schafft dieses Vorwort für mich. Es macht diesen Sockel auf und dann wirft er da eine Geschichte rein, die auch total anders hätte sein können. Also ich finde, es schafft diese Grenze auch noch mal mehr zu sagen, Legacy und auf der anderen Seite was ganz Individuelles, eine kleine Geschichte, die für sich steht, die aber für was Großes steht. Und das macht es für mich total auf. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Katharina Wader. In der Sendung konnte ich es gar nicht so schnell verarbeiten, aber hinterher musste ich wirklich immer wieder über dieses Bild des Sockels nachdenken. Und ich habe erst im Nachhinein dadurch verstanden, warum ich mich am Vorwort so aufgehangen habe.
weil ich Literatur mit Realität verwechselte. Aber es ist natürlich eine Sache zu sagen, was die Beale Street ist, und es ist eine ganz andere Sache zu sagen, was es bedeutet, über die Beale Street zu schreiben. Insofern danke, Katharina, für diesen Eye-Opener. Aber was macht ihr? Ich fand diesen Schlusssatz mit der lauten Straße und den Trommeln, deren Sinn man dann noch hören muss, eigentlich ziemlich toll. Wenn man sich die Klappentexte zum Beispiel anschaut, sieht man, wie unterschiedlich dieses Buch immer erzählt wurde in der Sprache der Klappentexte. Also ich habe hier von Rowohlt die Übersetzung von Niels Thomas Lindqvist von 1974. Da ist erstmal natürlich die Liebesgeschichte im Vordergrund und dann steht da irgendwo, dass Baldwin ohne Bitterkeit erzählt, was ich schon einigermaßen krass fand. Aber gut, offenbar weiß man natürlich nicht, ob der Klappentext das gern so wollte oder ob es tatsächlich damals, ich könnte mir vorstellen, es wurde auch so wahrgenommen und rezipiert. Wurde permanent so rezipiert, tatsächlich. Dazu habe ich, ja, darüber würde ich gerne sprechen. Ja, über diese weiße unbedingt. Rezeption von Baldwin. Ja. Ja gut, die nächste ist dann hier eine Lizenzausgabe bei Volk und Welt, DDR-Verlag tatsächlich, aber Rowohlt-Übersetzung von Jürgen Manthey, also nicht von Beale Street, sondern von Go Tell It on the Mountain. Da fand ich aber auch interessant, dass das Politische irgendwie nur so im letzten Satz auftauchte. Ach echt, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Weil man normalerweise, gerade in der DDR-Literatur so, da geht es nur um Politik. Nee, da war auch die Liebesgeschichte. Und in dem Klappentext, ich habe jetzt die Ausgabe zum Film, da steht als in der dritten Zeile erzählt die Geschichte von Tish und Fonny und ihrem Kampf gegen die Willkür einer weißen Justiz. Also komplett anders, der Schwerpunkt. Und da komme ich dann wieder zu der lauten Straße. Was ist das Laute, was er, also offenbar wusste er, er erzählt laute Dinge. Und da ist aber ein Schlagen der Trommeln, das man erst noch, für das man ein Ohr haben muss. Ach so, hast du das? Ja, so habe ich das Schlagen der Trommeln ist für dich leise? Ja, weil die Straße ist, ja, das hast du recht. Wieso komme ich eigentlich auf leise? Naja, die Beale Street ist eine laute Straße. Ja. Es bleibt dem Leser überlassen, aus dem Schlagen der Trommeln den Sinn herauszuhören. Ich dachte immer, das Schlagen der Trommeln, das Jazz der war es. Daran ja, ich auch, ja. So. Ja. Ja, da habt ihr natürlich recht. Aber das heißt nicht, aber es hat natürlich leise Töne, um Gottes Willen. Und laut funktioniert nicht ohne leise. Aber mich würde trotzdem interessieren, was die Rezeptionsgeschichte noch angeht. Mhm. Ja, würde mich auch interessieren. Also, ich habe das, was ich gelesen habe, und ich habe mich dann so ein bisschen, ich bin auch keine Baldwin-Expertin, ich habe mich so ein bisschen reingenördet, aber ich habe so ein bisschen erst Rezeption und dann habe ich den Roman gelesen und war dann sehr überrascht, weil die Rezeption sehr so Baldwin zu so einem der schwarzen Versteher dahin bringt. Also er ist nicht wütend, und ich zitiere jetzt auch nur, er macht uns Weißen, also so für die Leute dann, bringt er die schwarze Bevölkerung mal näher und jetzt können wir sie endlich verstehen. Das war ein wichtiger Aspekt. Ein wichtiger Aspekt ist auch, bis heute auch in der Rezeption, bis heute habe ich noch Rezeptionen gelesen, die in die Richtung gehen, er macht die Rassismusfrage nicht schwarz und weiß auf, sondern er findet Nuancen darin. Er betreibt keinen, und ich zitiere das wirklich nur, umgekehrten Rassismus wie Malcolm X und distanziert sich ganz stark davon. All das und so weiter. Also es ist ich dachte schon, dass ich so mit so einer Onkel-Tom-Figur zu tun habe, als ich die Rezeption gelesen habe. So der milde, alte, schwarze Mann, der nichts Böses will und allen Weißen nochmal sagt, dass sie ganz in Ordnung sind und sich von der Radikalkritik total abwendet. So habe ich den Roman nicht gelesen und deswegen habe ich noch mal ganz viel Baldwin danach gehört, habe dann das auch nicht in seinen Texten oder in seinem Sprechen in irgendeiner Weise wiedergefunden. Und ich hatte mich gewundert, warum ist diese Lesweise so stark? Warum findet einerseits ein weißes Publikum so einen enormen Gefallen daran? Du hattest mit dem Intro schon so ein bisschen in die Richtung, gegangen. Und B, warum wird er so verklärt? Warum wird seine Literatur und das, was er sagt, so meiner Meinung nach komplett missverstanden? Denn ich sehe ihn sehr viel radikaler und dieses Buch ist sehr viel weniger versöhnlich, als man ihn irgendwie hingebogen hat. Aber das war früher ein ganz starker O-Ton und bis heute in der Rezeption finde ich das. Soll ich aus meiner Leseerfahrung dazu was sagen? Gerne.
auch nochmal, als ich drüber nachdachte, wie bin ich in dieses Buch reingekommen? Und ich finde eben, dass die Figuren haben eine starke Präsenz, aber für mich hat auch James Baldwin als Autor eine ganz starke Präsenz in diesem Roman. Und ich habe gemerkt, wie ich als Lesende eine regelrechte Sehnsucht entwickelt habe, mich quasi unter die Flügel dieser Sicherheit, dieser Lebenserfahrung zu flüchten. Und dann in der nächsten Drehung denke ich, wie verrückt ist das eigentlich? Weil hier einer spricht, der definitiv aus Schmerz heraus spricht. Und ich will mich also in den Schmerz dieses Autors reinflüchten, empfinde das als Sicherheit. Und warum tue ich das? Und da kommen wir, glaube ich, zu der Frage der Rezeption. Warum einerseits die Idealisierung, das auf den Sockel stellen und andererseits das Ausblenden einer politischen Geschichte und der Frage eben der Adressierung, wie fühle ich mich angesprochen und wie fühlt sich eine weiße Leserschaft angesprochen von diesen Texten? Mhm. Eben auf eine andere Art, als du es vorhin beschrieben hast, aber auf eine eigentlich wesentliche Art, die aber in der Rezeption so nicht passiert ist, sondern eben in die Richtung, es geht um die Handreichen und nicht erstmal die Differenz anerkennen. Und das ist ja eine Entwicklung, die eigentlich erst in den letzten Jahren hier in Deutschland passiert ist, unter anderem durch die Arbeit von AktivistInnen. Ja, ja, das stimmt. Oder? Das stimmt, es ist nur sozusagen, also ich glaube auch, dass anhand der Klappentexte wir ja schon sehen, wir sehen nichts über das Buch, aber wir sehen natürlich, was sozusagen der Betrieb denkt, sich verkauft. Und früher dachte man, die Liebesgeschichte verkauft sich und jetzt werden die Zeiten politischer und überall ist Identitätspolitik und so weiter. Also denkt man, ah, okay, der antirassistische Kampf verkauft sich und dann schreibe ich das auf den und so weiter und so weiter. Ich glaube nur nicht, dass das was über das Buch sagt. Und ähnlich wie die Rezeptionsgeschichte, ich glaube nicht, dass, also, dass Karosh Tahar hat mal in einem wirklich wunderbaren Essay gesagt, Bücher sind wie Kaffeesatz. Was die Menschen darin lesen, sagt mehr über die Menschen aus als über das Buch. Und ähnlich ist es mit der Rezeption. Ja, ja, total. Das ist sozusagen, das, es wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das, es sagt halt was über unsere Gesellschaft aus, sozusagen. Aber halt nicht so, und das in dem Buch ist es sozusagen, glaube ich, beides. Also ähnlich wie du sagst, er erzählt eine wirklich individuelle Liebesgeschichte, die dadurch, dass er so krass, so nah an den Figuren bleibt und mit so einem empathischen Blick an die herangeht, dann halt symbolisch wird. Dieser ganze Part ist natürlich ein Klassiker. Ich finde, man kann mir hier hervorragend dabei zuschauen, wie ich mich endlos lange herumschlage mit dem Dilemma, das in der Frage steckt, wie kann man über Rassismus sprechen? Was ich versuche, ist, ihn erst zu benennen, um ihn dann zu dekonstruieren. Aber im Nachhinein, jetzt da ich weiß, dass wir mit dieser Diskussion viel früher enden werden, als ich erwartet hatte, denke ich, wahrscheinlich wäre es einfach klüger gewesen, die rassistische Rezeption sofort rechts liegen zu lassen und stattdessen über den Text an sich als Literatur zu sprechen. Auf der einen Seite sozusagen erzählt er natürlich ganz explizit über schwarzes Leben in den USA, in Armut, geprägt von rassistischer Gewalt und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite sehe ich darin aber was einfach allgemein menschlich ist, nämlich die Beziehung, die Angst eines Vaters um seinen Sohn, die Angst von zwei Liebenden einander zu verlieren und so weiter und so weiter. Und das, dieses, diese Doppelbewegung, die sozusagen das Buch hat, die eigentlich keine Doppelbewegung ist, weil warum sollte sich das ausschließen? Die macht sozusagen das Ding komplex und interessant, finde ich. Oder? Ja, total. Es erklärt bloß nicht, warum ein weites Publikum sich das immer so krass zurechtnimmt. Also ich gebe dir ja total recht. Ich hab mich einerseits gewundert und andererseits auch nicht, weil das immer gemacht wird. So. Und ich habe das Gefühl, dass ein weißes Publikum oder generell ein Publikum, was nicht gemeint ist, sehr stark sich das versucht anzueignen und sich für sich da was rauszuziehen und dann irgendwie Baldwin auch so ein bisschen hin und her biegt. Aber es steht halt so stark im Kontrast zu dem, wie ich das Buch gelesen habe, weil ich es doch, man kommt nicht drumherum um die Frage vom Rassismus. Man kommt nicht um die Härte, die Rassismus hat, drumherum. Da ist kein Appell in dem Buch drin, aber für mich funktioniert die Geschichte, all das, was wir erleben mit dieser Liebesgeschichte, die Tragik dieser Liebesgeschichte,
Die Tragik der Figuren, dass sich, Spoiler, der eine Vater am Ende das Leben nimmt, weil er bezichtigt wurde, was im Betrieb geklaut zu haben. Was das bedeutet, warum diese eine, vielleicht Lappalie, wie man annehmen könnte, zu einem Suizid führt, versteht man nur, wenn man die politisch-gesellschaftlichen Zusammenhänge kennt. Und da macht das Buch keinen Ausweg drumherum. Und gleichzeitig die Aussagen von Baldwin selbst, die man nicht einfach so, die sich gar nicht so leicht weißwaschen lassen, die sich gar nicht so leicht in so eine Onkel-Tom-Ecke bringen lassen. Also Onkel Tom, diese literarische Figur, die so aus einer sehr weißen Perspektive erzählt ist, der milde, alte, schwarze Mann, der gar nichts Böses will und ganz lieb den weißen Menschen gegenüber ist, die ihn versklavt haben. So, das sagt man immer schnell zu so Leuten, die so gar nicht anecken wollen. Und das macht Baldwin gar nicht. Baldwin eckt an, hat eine radikale Sicht. Das Buch ist radikal, das Buch ist schmerzhaft. Ich konnte diese Liebesgeschichte kaum genießen. Ich war nicht überrascht durch das, was ich gelesen habe. Es war so, ah ja, Rassismus halt. Aber ich habe mich auch mein Leben lang damit beschäftigen müssen. Und, aber man kann diese Liebesgeschichte nicht genießen. Das ist kein schönes Buch in dem Sinne. Man kommt nicht um den Rassismus drumherum. Und da wundert es mich doch, wie sehr da scheinbar das Bedürfnis da ist, das in irgendeine komische Ecke zu schieben, die so ganz entschärft ist und Rassismus fast schon bagatellisiert. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich an der Rezeption nicht, dass das immer und immer und immer wieder passiert, bis heute. Aber ich glaube, heute ist es schon differenzierter, würde ich sagen. Bei manchen ja, bei manchen nicht. Ich habe wichtige, große Radiointerviews gehört, gelesen. Bagatellisierung von Rassismus und eine ganz starke Aneignung und sowas sehr, in so eine sehr weiße Tradition zieht. Nee, sag du erst. Ja, also, oder es wird halt ausgelagert, ne? Wie schlimm es in den USA ist. Ja, das ist sowieso. Du redest ja jetzt von der deutschen Rezeption in erster Linie, ne? Von der heutigen habe ich fast nur deutsche Sachen gelesen, genau. Aber früher auch in den USA. Genau. Ich wollte vorschlagen, wir könnten einmal Baldwin hören im O-Ton, weil ja. Ich glaube, das macht einigen Eindruck. Das ist aus einer Rede, die er 1963 in einer Schule gehalten hat. Und ja, es geht um die Frage, was Bildung und Erziehung bedeutet in den USA. Many of you men, your education is occurring within a given context at the same time in history, in a certain country, at a certain time in its history. In fact, in a very crucial time in its history. Diese Rede von James Baldwin, Living and Growing in a White World, ist eine der besten Reden, die ich kenne. Sie schockiert mich jedes Mal wieder, wenn ich sie höre. Und ich glaube, eigentlich müsste jeder Mensch, wenn er ins Leben eintritt, diese Rede als allererstes vorgespielt bekommen. Wir können sie hier nicht abspielen, der Rechte wegen, aber ich wollte einmal die Stimme zumindest von James Baldwin erklingen lassen. Wir haben sie aber auf unserer Website verlinkt und bitte, bitte schaut sie euch an, hört sie euch vollständig an. Sie geht eine halbe Stunde, 15 Minuten redet James Baldwin und dann beantwortet er Fragen von Schülern und Schülerinnen. Und das ist fast der großartigste Teil dieser Aufnahme. In der Rede spricht er davon, was er als Lehrer den SchülerInnen gerne beibringen würde, nämlich das Wissen über die Welt zu entdecken, nämlich einmal das Ich als Welt und andererseits aber eben auch das Ich als Social Animal, das eine Welt bildet mit allen anderen Menschen, auch mit den Toten, also mit allen Zeiten und auch mit verschiedenen Gegenden in der Welt. Und er sagt, er würde ihnen beibringen, dass nicht die Werte der anderen zählen, sondern die eigenen Werte, die man sich erarbeitet im Laufe des Lebens. Und dass ihnen klar sein muss, dass sie in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Gesellschaft, zu einem bestimmten historischen Moment leben. Ihm ist das klar geworden, dass diese Zeit eine grausame ist, als er selbst Schüler war und gemerkt hat im Geschichtsunterricht, dass er nicht vorkommt in den Geschichtsbüchern. Das habe ihn als Jugendlichen sehr demoralisiert. Und darum hat er als Lehrer die Verantwortung, den SchülerInnen beizubringen, dass das Leben ein grausamer und schöner Sturm ist, dass es eben beides ist, grausam und schön, und dass das Ziel einer Gesellschaft, die an sich eine fabelhafte Konstruktion ist, dass das Ziel einer Gesellschaft ist, den Menschen Sicherheit zu geben. Und die Konsequenz daraus aber ist, dass die Gesellschaft ihnen auch
das Denken versucht abzugewöhnen, weil das Denken die Sicherheit und die Ordnung stören würde. Und ich muss hier dann auch nochmal sagen, wenn man James Baldwins Rede hört und dann seine Bücher liest, dann ist es Quatsch, was ich vorhin über Anne Petrie und James Baldwin gesagt habe. Er ist ein solcher Kenner von Beziehungen und er kann sie so toll in der Ambivalenz erzählen. Zum Beispiel stellt ein Schüler auch die Frage, wie man denn die unschuldigen weißen Amerikaner von den Schuldigen unterscheiden kann. Er spricht davon in seinem Brief an seinen Neffen und er sagt, niemand weiß, wer am Ende schuldig und unschuldig ist und führt das dann noch genauer aus. Aber diese Ambivalenz von Schuld und Unschuld und in welchem Kontext das eine Rolle spielt, davon erzählt Beat Street Blues, glaube ich, auch. Denn eigentlich gesetzt er auch Signale, dass wir nicht genau wissen, ob Fonny tatsächlich diese Frau vergewaltigt hat oder nicht vergewaltigt hat. Das spielt aber für das Verbrechen der Justiz an ihm keine Rolle. My responsibility to you would be to invest you with all the morale that I could to prepare you for the terrible storm which is called life. Terrible and beautiful. But you must know that it is both. And you don't quite know it, and it's my responsibility to make you know it. Ich finde, die Stimme kann man nur so verstehen, also da wundert man sich, wenn man seine Romane so lesen kann, dass da keine Bitterkeit vorkommt, weil man hört, er strahlt etwas ganz anderes aus und versucht auch den in der Schule was anderes mitzugeben. Wo taugt das für euch jetzt jenseits dieser Hauptgeschichte? Es kommt ein Justizirrtum, so wird es erstmal erzählt, vor. Also es gibt die Anschuldigung einer Vergewaltigung zu Unrecht und die Familie versucht, den Fonny da wieder rauszukriegen. Wo kommt es jenseits dieser Hauptgeschichte, die ja den Spannungsbogen ausmacht, für euch vor, was Baldwin da jetzt gerade sagt? Vielleicht gibt es bestimmte Szenen, wo er das erzählt. Und was meinst du jetzt mit das? Weil das war relativ viel. Also das, was er sagt zum Schluss, was ich eben so stark fand, das Leben ist ein schrecklicher Sturm. Mhm. Es ist wunderschön, aber ihr müsst verstehen, dass es beides ist und meine Aufgabe als Lehrer ist es, euch dagegen zu wappnen. Ja, okay. Und die Rede geht dann weiter auch und er sagt, seine Aufgabe als Lehrer wäre, den euch beizubringen, zu denken, auch wenn die Gesellschaft eigentlich versucht, genau das zu vermeiden. Ja. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich habe ein Zitat. Mach du. Ja gut, dann moderiere ich jetzt wenigstens, wenn ich es in der Sendung schon nicht gemacht habe. Katharina, sag doch bitte mal, welches Zitat du da hast. Und dann machen wir mit Nejati weiter. Danke, Insa. Das Zitat, was ich an der Stelle nennen wollte, lautet so. Die Leidenschaft, die Fonny gerettet hat, hat ihn auch in Schwierigkeiten gebracht und ins Gefängnis. Er hat nämlich sich selbst gefunden, so richtig, innen drin. Und das hat man gemerkt. Er ist niemandes N-Wort mit Doppel-G. Und das ist ein Verbrechen in diesem beschissenen freien Land. Von irgendwem muss man der N-Doppel-G sein. Wenn man niemandes N-Doppel-G ist, dann ist man ein böser N-Doppel-G. Und ich finde dieses Zitat total bezeichnend. Ich bin darüber im Positiven gestolpert, als ich es gelesen habe und dachte, das ist das Prinzip, das Baldwin-Prinzip und das Prinzip dieses Buches. Und dieses Zitat oder dieser Moment bringt für mich auch alles zusammen. Nämlich einerseits diese sozialen Fragen, die in dem Buch verhandelt werden, die Baldwin hier auch in dem Zitat nennt und es sehr auf den Punkt bringt über diese rassistische Beschimpfung mit N und Doppel-G und was das eigentlich heißt, nämlich in einem Korsett gefangen zu sein, auf eine bestimmte Weise sich verhalten zu müssen und ein bestimmtes Bild, was schon vorher besteht, immer wieder ertragen zu müssen und auf eine gewisse Weise auch zu reproduzieren. Und eben Fonny, der da einfach ausbricht. Und zwar nicht auf eine revolutionäre, nach außen gerichtete Weise, sondern einzig und allein dadurch, dass er sich selbst gefunden hat, wie Baldwin sagt. Und zwar so richtig innen drin. Und wer das macht, ist zwar immer noch in dieser Rolle, nämlich mit N und Doppel-G drin, aber eben kein guter mehr, sondern ein böser N-Doppel-G. Im Deutschen sagt man es auch manchmal,
man spricht, man hat lange davon gesprochen und das Bild ist auch nie weggegangen, von guten und schlechten Ausländern, die, die angepasst sind. Und Anpassung bedeutet eigentlich nur, sich der Rolle zu ergeben, die die Deutschen für sie vorgesehen haben oder die es eben nicht sind. Und das sind die bösen Ausländer. Und was das eigentlich heißt, Subjekte, die ganz normal ihr Leben leben und sich eben nicht in diese beschissenen Rollen reinpressen lassen, die rassistisch belegt sind. Und auf das Zitat von Baldwin zurückzukommen, was wir davor gehört haben mit der Schule, in der Schule, es ist genau das, was er den Kindern beibringt, zu denken, auch wenn ihnen beigebracht wird, eben genau das nicht zu tun. Ich wollte noch einmal ganz kurz auf das zurückkommen, ganz kurz, und um dann versuchen, den Bogen zu schlagen zu dem, was du... Also das eine ist ja sozusagen, wann wird es wie rezipiert? Und es ist natürlich, also das Verrückte ist ja, dass es das eine oder das andere sein muss. Und das habe ich ja gerade versucht zu erklären, aber irgendwie nicht beides sein kann. Und dieses Buch ist aber einfach, es ist ja sozusagen, entweder ist es irgendwie schwarze politische Literatur oder es ist irgendwie eine Liebesgeschichte. Und Toni Morrison wurde auch mal gefragt, wann fanden Sie eigentlich, warum sind in Ihren Figuren immer alle schwarz, sozusagen, ne? Und das tut natürlich so, man kann keine schwarze Literatur schreiben und eine Liebesgeschichte erzählen, weil schwarze Menschen lieben nicht. So wird ja irgendwie, das ist irgendwie die Annahme, die da drunter steckt. Das widerspricht sich. Es kann nicht was universell Menschliches sein und irgendwie schwarze Literatur, weil die Annahme, die darunter steckt, das sind ja keine Menschen oder sowas. Das ist sozusagen die rassistische Grundprämisse, die sich dann fortsetzt in der Rezeption. Und ähnlich ist es sozusagen so, dass man sich fragt, ah, okay, ist das jetzt was Schönes oder was nicht so Schönes? Aber, und ich finde, Daniel Schreiber hat das in dem Nachwort sehr gut beschrieben, dass er sagt, es erzählt von extremer Bitterkeit und Traurigkeit und trotzdem gewinnt es dem etwas unglaublich Schönes ab. Ähnlich wie der Jazz, wo sozusagen ganz traurige Dinge, wo den traurigsten Sachen eine Poesie abgewonnen wird. Und ich finde schon, dass da voll die Schönheit auch drin steckt, wie diese Familie zusammenhält. Auch von dem Zusammenhalt, den das Buch erzählt, also wie sozusagen das eine Restaurant, die immer wieder einlädt, diese italienische Lady im Gemüse. Es erzählt sehr viel auch von Allianzen und so weiter und so weiter. Und Baldwin hat an vielen Stellen immer wieder gesagt, dass seine Aufgabe es ist, Zeugenschaft abzulegen. Und das macht dieses Buch in einer Form, in dem es sozusagen einfach zeigt und nicht oberflächlich zeigt und eben nicht das eine oder das andere macht, sondern die Komplexität dessen darstellt, dass es auch in den schlimmsten Momenten, in den ausweglosesten Momenten irgendwie Hoffnung gibt und sie sich freut auf dieses Kind tatsächlich und so weiter und so weiter. Und jetzt hast du gefragt, dieses Zitat von Baldwin, wo macht er das in dem Buch? Und ich finde zum Beispiel, ein Moment ist Tisch, die immer wieder sagt, die immer wieder auf eine extrem naive Art und Weise Lebensweisheiten abgibt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du eine hast, gerne. Aber es gibt so am Anfang, gerade am Anfang sagt Tisch immer wieder Dinge, die naiv daherkommen, als würde halt ein kleines Mädchen sie sagen, also ein junges Mädchen sie sagen, und man checkt aber, nee, die ist total gebildet und eigentlich spricht da vielleicht James Baldwin oder nicht, keine Ahnung. Spielt für mich ehrlich gesagt nicht so eine Riesenrolle. Und vielleicht auch eine Sache, also sozusagen als Beleg für das, was du gesagt hast, eine dieser Weisheiten, die ganz klar macht, man kann dieses Buch nicht weiß waschen. Wenn man fest in dieses ungerührte Blau guckt, also es wird das Blau in den Augen beschrieben, das Blau in den Augen eines Officers, wenn man fest in dieses ungerührte Blau guckt, in diese Nadelspitze in der Mitte vom Auge, entdeckt man bodenlose Grausamkeit. Eine kalte, eisige Bösartigkeit. In diesem Auge existierst du nicht, wenn du Glück hast. Wenn dieses Auge da oben gezwungen ist, dich zu bemerken, wenn du in dem unsagbar frostigen Winter existierst, der hinter dem Auge lebt, bist du gezeichnet. Gezeichnet wie ein Mann in einem schwarzen Mantel, der auf der Flucht durch den Schnee kriecht. Das Auge ärgert sich über deine Anwesenheit in der Landschaft, die ihm den Blick verstellt. Bald ist der schwarze Mantel still, färbt sich rot vor Blut und der Schnee wird rot und das Auge ärgert sich auch darüber. Blinzelt einmal, dass noch mehr Schnee fällt und alles zudeckt. Es ist ganz klar,
Hier werden sozusagen die blauen Augen dieses Officers beschrieben und in denen steckt eine bodenlose Grausamkeit. Und das wiederum sagt ein 19-jähriges Mädchen. Ja, und gleichzeitig wird dieser Officer als eine Person geschrieben, die selber eine geschlagene Person ist. Natürlich auf andere Weise, weil sie in der Gesellschaft eine dominierende Handlungsmöglichkeit hat. Aber trotzdem beschreibt er sie ja als eine schwache Figur, diesen Officer. Und das ist, glaube ich, das, was ich meinte mit der Adressierung beziehungsweise der Frage des Erbes. Es macht, Rassismus macht auch was mit denjenigen, die Rassismus ausüben. Und das ist das, wo eben dann hier die Abweichung oder nicht Abweichung stattfindet, sondern es eben nochmal in ein anderes Feld geht und in eine andere Adressierungsrichtung. Und ich hätte noch eine andere Stelle von Tisch, die ich ganz irritierend fand. Und danach wollte ich euch fragen, sowieso Männer und Frauen. Es geht ja ständig darum, eine Frau werden, ein Mann werden. Ja. Die Frau ist so, der Mann ist so. Männlichkeit. Und ich war jetzt beim zweiten Lesen erst davon sehr irritiert und dachte, was ist hier eigentlich für ein Männlichkeitsbild und was ist hier für ein Frauenbild in diesen Figuren? Und es gibt eine fantastische Stelle, wo er auch etwas umdreht. Da spricht Tisch, Moment, jetzt muss ich gucken, wo hatte ich sie denn jetzt? Das ist sie nicht. Da, genau. Da spricht Tisch und sagt, ich hatte noch nie die Liebe und den Respekt erlebt, den Männer füreinander empfinden können. Also da geht es um die Beziehung, die Männer untereinander haben können und von denen sie ausgeschlossen ist. Und dann geht es weiter und in dieser kranken Zeit, in dieser kranken Welt empfinden viele Frauen, vielleicht die meisten, diese Wärme und Energie als Bedrohung. Sie meinen, sie fühlen sich ausgeschlossen, in Wahrheit spüren sie aber sozusagen die Anwesenheit einer Sprache, die sie nicht entziffern, also auch nicht beeinflussen können. Und ahnen zu ihrem Entsetzen, egal was sie daraus machen, dass sie ganz und gar nicht ausgeschlossen, sondern für immer darin eingeschlossen sind. Hier passiert eine ganz starke Trennung zu dem, wie Männer sind, wie Frauen sind. Er dreht aber quasi das Rätsel Frau, also dieses misogyne Rätsel Frau um und macht es zum Rätsel Mann. Das ist schon mal eine Drehung, die hier im Roman stattfindet. Und dann geht diese Szene weiter. Für Männer ist es viel schwieriger und langwieriger, erwachsen zu werden und ohne Frauen können sie es gar nicht. All diese Sachen, die ich dann sehr schwierig fand. Und dann endet es aber darin. Und wenn man einmal das Vorurteil schluckt, dass ein Mann, der keine Angst hat, seiner Fantasie zu vertrauen, etwas anderem haben Männer überhaupt nie vertraut, verweichlicht ist. Also ein Mann, der keine Angst hat, seiner Fantasie zu vertrauen, ist verweichlicht, das ist das Vorurteil. Und wenn man das einmal schluckt, kann einem das hier echt krank machen, sagt Tisch. Das sagt viel über dieses Land, denn wenn man nur Geld machen will, braucht man natürlich als allerletztes Fantasie oder Frauen oder Männer, steht hier. Also auf einmal landet Tisch, beziehungsweise finde ich, spricht hier Clara Baldwin, von diesen Frauen, Männern bei der Fantasie und der Frage, ob Männer Fantasie haben dürfen und was das mit der Gesellschaft macht. Das finde ich ist eine total irre Stelle und meint genau das, was du sagst, glaube ich, diese Figur Tisch und was sie ausdrückt. Mhm. Aber wie ging euch das mit diesen Männer-Frauen-Sachen in diesem Buch? Oder hat euch das nicht so beschäftigt? Moment, du hast die Stelle nämlich gerade ein bisschen verkürzt vorgelesen. Ja. Ich dachte nämlich auch, da gibt es nämlich noch einen Teil, der total... Also, ich finde, man muss... Wir können uns ja die Zeit nehmen, oder? Mhm. Also... Ich finde, der entscheidende Part ist, sozusagen, wo hast du angefangen? Welche Seite? Nee, wir haben unterschiedliche Ausgaben, deswegen. Ich habe angefangen, weil ich hatte noch nie die Liebe und den Respekt erlebt, den Männer füreinander empfinden können. Dann kommt ein Absatz, das erste Mal, wenn eine Frau sowas sieht, wobei ich ja noch gar keine Frau war. Weißt du was mit dem Groll? Meinst du dieser Groll? Nee. Also. Wahrscheinlich hat der ich habe die Stelle so. Vielleicht haben wir unterschiedliche Übersetzungen. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht hast du eine andere Stelle. Okay. Nee. Also hier trägt es Nejati und mich so ein bisschen im Eifer des Gefechts davon. Und wir lassen mal Katharina hier an dieser Stelle kurz weitermachen. Ich liebe die
Art und Weise, wie Baldwin Geschlechterverhältnisse klärt in diesem Buch. Es geht um Rassismus, aber es geht genauso stark auch um Geschlechterrollen. Es geht um Männer und Frauen in ihren Rollen. Es geht um heterosexuelle Liebesbeziehungen und heteronormative Liebesbeziehungen. Es geht um Verhältnisse zwischen Töchtern und Vätern, zwischen Müttern und ihren Söhnen und so weiter. Das Buch ist voll von Geschlechterbeziehungen. Und es gibt so zwei Stellen in dem Buch, die für mich total repräsentativ wurden für die Art und Weise, wie Baldwin das macht. Und das ist an einer Stelle, da geht es darum, dass Tish sexuell belästigt wird, in einem Laden sehr heftig belästigt wird und Fonny daraufhin einschreitet, es zu einer Schlägerei kommt, ein Polizist reinkommt in diesen Laden und Fonny verhaften möchte, ihn also zum Täter macht. Und der ganze Laden unerwarteterweise hinter ihm steht. Unerwarteterweise, weil ihn niemand kennt. Auch die Verkäuferin im Laden, die als weiß gelesen wird, hinter ihm steht und das sehr viel, sehr großes Gewicht hat. Aber vor allem steht auch Tish hinter ihm und schafft es, die Situation abzuwenden. Denn diese Inhaftierung, die darauf folgen würde, hatte einfach katastrophale Folgen für Fonny. Der Polizist hat es von Anfang an auf ihn abgesehen. Hier geht es um Selbstjustiz, um Nutzen von Macht und Machtunterschieden. Und Fonny reflektiert später, dass das wahrscheinlich für ihn auch hätte tödlich ausgehen können, diese Verhaftung. Auf jeden Fall kommen die beiden raus. Fonny wird nicht verhaftet und stinksauer auf Tish. Und es gibt diese Situation später, wo er das nochmal reflektiert und sie anspricht und ihr sagt, ich weiß ganz genau, dass du mich quasi gerettet hast. Und ich weiß nicht genau, ob Fonny es an der Stelle sagt, dass er das einfach nicht annehmen kann, dass er quasi sich lieber diesem Todesurteil aussetzen würde oder ob Baldwin das klar macht. Und ich finde, das ist so eine heftige Stelle, die mit so viel Verletzung und Gewalt auf vielen Seiten einhergeht und so ganz klar zeigt, wie unnütz und unnötig diese Männlichkeitsrolle ist und wie absurd sich das steigert und wie sehr das Beziehungen belasten kann. Und das fand ich eine total bezeichnende Stelle. Baldwin macht die Regeln der Rollen klar, zeigt die ganz normalen Widerständigkeiten und Verstöße gegen die Rollen, die wir als Individuen tagtäglich auch haben, um dann aber auch die Resonanz darauf zu zeigen, mit wie viel Gewalt das einhergeht. Es gibt noch eine zweite Stelle, wo man ganz genau ihn sprechen hört, die eher theoretisch funktioniert. Und die würde ich mal kurz vorlesen. Jedenfalls in dieser kranken Zeit, in dieser kranken Welt wird das alles lächerlich, wenn man bedenkt, dass Frauen mehr Vorstellungskraft haben sollen als Männer. Das haben sich Männer ausgedacht. Und es beweist genau das Gegenteil. Mit der Wirklichkeit von Männern fertig zu werden, lässt Frauen nämlich in Wahrheit ganz wenig Zeit und Bedarf für Fantasie. Aber eigentlich wird dir gezeigt, dass Rassismus immer mit Sexismus einhergeht. Und dass eine rassistische Welt immer auch eine patriarchale ist. So habe ich diese Stelle gelesen. Oder meintest du genau das? Ja, das meinte ich. Ich meinte, glaube ich, noch eher, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier spricht er. Und die Männer, die gezeichnet sind, also ich habe bei diesem Mal lesen, ich habe mich dann an meine erste Lektüre erinnert. Und bei diesem Mal lesen habe ich tatsächlich, und ich dachte, du hast es am Anfang auch gemeint, an der Liebesgeschichte so ein bisschen auch gezweifelt. Die sind sehr jung. Diese Szene, wo sie angegrapscht wird im Gemüseladen und dann aber nicht will, dass er irgendwie Gefahr läuft, irgendwie vom Polizisten angegriffen zu werden, als er sie verteidigen will. Und er sie dann danach zur Ordnung ruft, du darfst mich nicht schützen. Ist ja auch eine komplizierte Stelle. Und da ist aber schon klar, sie hat zu tun, was er sagt. Ja, aber hattest du nicht das Gefühl, also ich habe das permanent kritisch gelesen. Ich hatte genau diese Stelle auch im Kopf und dachte, wie stark Baldwin macht, wie fragil sein Ego gerade ist. Also er holt das ja auch noch mal rein, die Figur, dass er danach sagt, ja, hey, ich weiß, du hast mich nur geschützt und hättest du mich nicht geschützt, dann würde ich jetzt auf dem Boden in der Polizeizelle liegen und mein Gehirn wäre auf dem Boden verteilt. So, also er weiß ganz klar, sie hat ihm gerade das Leben gerettet, indem sie ihn aus dieser Polizeisituation rausgeholt hat, kann es aber nicht zulassen und greift sie deswegen an. Und ich finde, man merkt so stark sein fragiles, männliches Ego. Also er ist in seiner Männlichkeit gekränkt an der Stelle. Yeah.
Und ich finde es eine ganz starke Patriarchatskritik eher. Und genau. In der Richtung habe ich diese Beziehung, wie Männlichkeit performiert wird im Roman, wie Weiblichkeit performiert wird, permanent auch gelesen. Ja, so habe ich es aber auch gelesen. Mhm. Aber mich hat dann eben diese Sache mit der Fantasie so interessiert, weil ich den Eindruck habe, da kommt dann eben Baldwin durch mit einem Wunsch, ein männliches Leben zu leben, das aber eben diesen Bedingungen widerspricht oder sich anders entfaltet. Und es ist, finde ich, immer wieder so in Romanen, dass viel über die Zurichtung von Frauen geschrieben wird. Also zum Beispiel Dinscher Gütjeta in dem Roman Unser Deutschlandmärchen, dass ein Chor von Frauen, arbeitenden Frauen, die den ganzen Laden am Laufen halten in den 60er und 70er Jahren, inszeniert. Und der Vater kommt als erstmal Versager vor, auf der lauten Ebene. Auf der leisen Ebene ist er einer, der sich nicht entfalten kann. Der sich mit seiner Fantasie, und ich glaube, darum bin ich da so drauf angesprungen, der sich mit seiner Fantasie nicht entfalten kann. Und das lese ich hier in den männlichen Figuren eben auch ganz stark. Mhm. Das ist interessant, denn es gibt ja tatsächlich, also Fonny ist ja ein Künstler eigentlich. Mhm. Kunsthandwerker. Kunsthandwerker, meinetwegen. Und diese Leidenschaft zur Kunst, das ist ja im Endeffekt das, was ihn so rausreißt. Also dieser Befreiungskampf von Fonny, dass er sich seiner selbst bewusst geworden ist, dass er eben nicht mehr the good Negro ist, sondern eben kein Onkel Tom, der sich anbiedert, im System mit ist, sondern dass er eine Distanz gefunden hat zu der rassistischen Rolle, die man ihm zugewiesen hat, ist nicht dadurch gekommen, dass er sich irgendwie als Mann etabliert hat oder dass er mehr Geld bekommen hat, dass er sich irgendwie aus dem System gewonnen hat, sondern dass er eine Leidenschaft entwickelt hat von irgendwas, was so außerhalb dessen steht. Und das ist in dem Fall dann die Kunst, das Kunsthandwerk, die Fantasie. Mhm. Ich musste immer wieder an die Essays denken. Also ich habe viel mehr Essays von Baldwin gelesen, muss ich zugeben, als jetzt die Bücher. Ich habe auch schon spielt ja keine Rolle. Aber in seinen Essays macht Baldwin immer wieder zwei Dinge. Also er macht immer wieder klar, dass Weißsein eine Konstruktion ist. Er sagt auch, es gibt keine Weißen. Es gibt nur Menschen, die sich selbst einreden, sie sind weiß. Und sie bezahlen einen hohen Preis dafür. Das macht auch was mit deren Psychologie. Das beschreibt er. Er beschreibt diese Kälte, diese Apathie, diese bodenlose Grausamkeit. Und er sagt auch, Baldwin hat an vielen Stellen in seinen Essays immer gesagt, mir kann man nichts mehr antun. Aber was die sich selbst antun, ist viel schlimmer. Baldwin sagt immer wieder, du kannst niemanden zum anderen erklären, ohne dich von dir selbst zu verändern. Du kannst niemanden zum Fremden machen, ohne dich von dir selbst zu entfremden. Und all die, du kannst niemanden anderen entmenschlichen, ohne deiner eigenen Menschlichkeit was anzutun. Und das ist sozusagen diese Konstruktion von Weißsein auf der einen Seite. Und die habe ich mitgenommen und lese gleichzeitig auch die Konstruktion von Männlichkeit auf der anderen Seite. Ich musste viel an Teweleit denken, an die Theorien von Klaus Teweleit, wie Teweleit beschreibt es eher auf Faschismus als auf Rassismus, wie Faschismus und Männlichkeit zusammenhängen. Jetzt ist der Moment, wo ich wahrscheinlich kurz erklären sollte, was Teweleit meint. Wir können das also ganz platt gesagt, für Klaus Teweleit hängen Faschismus und Männlichkeit sehr eng miteinander zusammen. Und jetzt, das ist jetzt so, also ich hau, ne, also das ist jetzt kein Seminar, aber also was Teweleit sagt, ist sozusagen, Männer müssen alles weiche, erotische, homosexuelle, flüssige, er hat da seine eigene Terminologie, die vor allem so aus einer freudianischen Psychologie kommt, das müssen die alles in sich abtöten. Das führt dazu, dass der Körper von denen wie so amputiert ist. Er nennt das Fragmentkörper. Und um diesen Fragmentkörper, um diese Instabilität zu kompensieren, müssen sie möglichst starke Stabilität aufbauen. Und das geht dann vom erigierten Penis bis zum Bodybuilding, bis zum stabilen Volkskörper, Korps und Militär und so weiter und so weiter. Und für Teweleit hängt deshalb Männlichkeit, also die Konstruktion von Männlichkeit und Faschismus extrem eng miteinander zusammen. Und weil es eben eher ein körperlicher Zustand ist und keine Ideologie, macht es zum Beispiel für Teweleit auch überhaupt keinen Sinn, mit Nazis zu reden, weil das ein körperlicher Zustand ist und keine sozusagen Weltanschauung in der Form. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Klaus Teweleit anhand dieser extrem verkürzten, missverständlichen und
auch recht männlichen Darstellung seiner Theorie meinerseits ziemlich aufregen würde. Wahrscheinlich schaut ihr lieber einfach selbst in das Buch, falls ihr das nicht schon getan habt. Das gute Stück heißt Männerfantasien. Und Klaus, falls du das hier siehst, es tut mir leid, ich habe alles gegeben, aber du weißt ja, manchmal ist genau das falsch. Und es gibt so viele Momente in diesem Buch, wo Weißsein auf diese Art beschrieben wird, aber wo auch Männlichkeit auf diese Art beschrieben wird. Einer der Stellen ist zum Beispiel, also wo auch sozusagen die Lust und die Gewalt, also die rassistische Gewalt und die sexistische Lust immer miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Es gibt diesen einen Moment, da sagt Fonny, glaube ich sogar, ich habe da das Gefühl, der will mich eigentlich vergewaltigen. Oder es gibt hier diesen Moment, da beschreibt Daniel seinen Aufenthalt im Gefängnis und er sagt sozusagen, aber die Arschlöcher, die ihn da reingesetzt haben, Mann, denen ist dabei echt, also da rein heißt ins Gefängnis, Mann, denen ist dabei echt was abgegangen in der Hose. Baby, ich glaube, in diesem Land kriegt kein Weißer einen hoch, ohne dass er dabei ein N stöhnen hört. Und an anderer Stelle, also ich könnte jetzt mehrere solcher Stellen sagen, ne? Wo das immer wieder aufkommt, dass sozusagen in der rassistischen Gewalt auch eine sexistische Grausamkeit steckt und dass sozusagen dieser Cop, Bell heißt er, glaube ich, dass der eigentlich sein eigenes männliches Ego versucht aufrecht zu erhalten, indem er einen anderen Mann kaputt macht mit Gewaltfantasien, mit sexistischen, mit Vergewaltigungsfantasien im Grunde. Ja. Achso, ja, nee, ich wollte nur einmal sagen, weil wir jetzt gerade über sozusagen Männer und Frauen bilden, ja. Für mich sozusagen die Patriarchat und Rassismus, wie er das so verschneidet. Ich glaube, Baldwin ist Konstruktivist. Mhm. Für ihn ist sozusagen sowohl Männlichkeit als auch Weißsein eine Konstruktion. Klar. Aber wie... Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wollte ich es sagen? Ne, macht immer eben weiter, ich muss kurz überlegen. Mich würde interessieren, an welche Bücher ihr beim Lesen gedacht habt. Ich habe bei dem, was du gerade erzählt hast, an eins gedacht, das ich gerade gelesen habe, von der Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann, Sadismus mit und ohne Saat, ein Sachbuch. Und da geht es genau darum, die schlägt einen Bogen von der Auspeitschung in der transatlantischen Sklaverei zu den KZs und denkt darüber nach, was beides wird immer, oder beides als ökonomische Zusammenhänge gedacht, effektiv organisiert, bürokratisch. Das ist der Ruf, den sich die nationalsozialistische Vernichtungsbürokratie geben wollte, alles ganz rational. Und sie redet darüber oder untersucht eben die verdrängte Lust, um die es da geht. Und was das Verdrängen dieser Lust ausmacht. Also es ist im Prinzip genau der Zusammenhang, über den sie ein dickes Buch geschrieben hat. Das ist mir interessanterweise jetzt bei diesem Roman eingefallen. Mhm. Das war eines. Und das andere war tatsächlich Ann Petrie mit The Street. Also als Baldwin anfing zu schreiben, zu lesen, hat sie dieses Buch gemacht, das sich über 1 Million Mal verkauft hat. Also er muss es wahrgenommen haben. Und ich finde eben wirklich so interessant, wie er die Frauenfiguren mit so einer Empathie und auch so unabhängig beschreibt. Also die Schwester von Tisch zum Beispiel, die sagt, sie will nicht keinen Mann haben, sie will nicht heiraten, sie will alleine bleiben und arbeiten und für Jugendliche arbeiten. Eine total erstaunliche Frauenfigur, auch 1974, finde ich. Das ist das andere, woran ich denken musste, dass er da in einer Tradition ist, die sich solidarisiert mit Autorinnen. Ich musste an Angela Davis denken und das Women Race Class, was zeitlich ja ungefähr passt mit den 70ern. Ich beschäftige mich gerade sehr mit Angela Davis, in der DDR. Angela Davis war öfter in der DDR und hatte diese zwei sehr, sehr prominenten offiziellen Besuche. 1972, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, nachdem
eine internationale Riesensolidaritätskampagne auch gefahren wurde, für die, die sich eingesetzt hat oder solidarisiert hat mit Angela Davis, eingesetzt hat für ihre Freilassung. Darunter waren zahlreiche Prominente, John Lennon, Yoko Ono, Sartre, Simone de Beauvoir, Heinrich Böll. Darunter waren aber auch ganz viele, in Anführungsstrichen, normale Menschen. Und das Land, was richtig aufgefahren hat in dieser Solidaritätskampagne, war die DDR. Unter dem Slogan 1 Million Rosen für Angela gab es nahezu 1 Million Postkarten mit Rosen drauf, Briefe, persönliche Schreiben, die Angela Davis ins Gefängnis geliefert wurden und sich solidarisiert haben mit ihr, mit ihrem Kampf. Und das war eine staatlich orchestrierte Solidaritätskampagne, ja. Und darunter waren auch viele, die einfach mitgemacht haben, weil man das jetzt so macht. Darunter waren aber auch ganz persönliche Briefe von linken Intellektuellen, die selbst im Gefängnis saßen, die selbst in der Nazizeit inhaftiert waren und ihren Struggle geschrieben haben. Darunter waren ganz persönliche Briefe von Schülern und Schülerinnen etc. Angela Davis wird freigelassen und zieht auf eine Tour durch die sozialistischen Länder, quasi als Dank. Kuba, Sowjetunion, und kommt im September 1972 in der DDR an und zieht dann durch verschiedene Städte, begleitet von Hunderttausenden applaudierender, begeisterter Menschen, die sich, Zitat, über unsere schwarze Schwester Angela freuen. Angela Davis kommt ein Jahr später wieder zu den Weltfestspielen in Ost-Berlin, wo Millionen Menschen international zusammenkommen und politische AktivistInnen feiern, Musik machen, Musik hören, zusammensitzen und sich für Solidarität und gegen Rassismus, gegen Imperialismus einsetzen. Man bezeichnet das auch gerne als das Festival, das Woodstock des Ostens. Über diese beiden Ereignisse und wie die betrachtet werden können aus schwarzer, ostdeutscher Perspektive, dazu arbeite ich gerade an einer Dokumentation, die genau das beinhaltet. Und der schwierigen Rolle, oder sagen wir mal der ambivalenten Rolle der DDR hinsichtlich des eigenen und des fremden Rassismus nachgeht und die wissen möchte, was ist eigentlich aus dieser Solidarität, die damals gezeigt wurde, gegenüber schwarzen KämpferInnen wie Angela Davis. Was ist daraus geworden? Vor allem, wenn man sich die 90er Jahre anschaut. Ich hatte ein Zitat gefunden, weil Baldwin Angela Davis geschrieben hat, einen Brief geschrieben hat, als sie inhaftiert wurde. Angela Davis wurde schwarze Bürgerrechtlerin, Feministin, wurde Kommunistin, wurde 1970 inhaftiert, unter falschen Vorsätzen, Beihilfe zur Gründung einer terroristischen Organisation. Schon damals wusste man, dass das nicht ganz stimmt, aber jeder wusste, das ist ein Schauprozess. Hier wird die schwarze Bürgerrechtsbewegung angegriffen und gleichzeitig auch eine Frau, die eine schwarze Frau, die Kommunistin ist und es zur Professorin geschafft hat. Sehr jung auch noch. Ich glaube, mit 27 ist sie Professorin geworden. Das konnte man nicht so stehen lassen. Und sie ist ins Gefängnis gekommen. Ihr drohte die Todesstrafe. Und daraufhin hat sich eine sehr große internationale Solidaritätsbewegung gebildet. Viele haben ihr Briefe geschickt, Baldwin unter anderem. Und er schreibt, liebe Schwester, der amerikanische Triumph, der gleichzeitig die größte Tragödie Amerikas ist, besteht darin, dass es schwarze Menschen dazu gebracht hat, sich selbst zu hassen. In meiner Kindheit haben sich Schwarze jedes Wochenende auf der Lenox Street die Köpfe eingeschlagen und niemand hat ihnen oder mir erklärt, dass es Absicht war, dass wir uns gegenseitig umbringen, dass wir zusammengefercht sind wie Tiere, damit wir uns selbst als Tiere betrachten. So, und dann geht der Brief noch weiter. Und ich fand die Parallelität dann auch nochmal, also ich hätte an das Buch gedacht, dann hatte ich das gefunden, dass er Angela Davis geschrieben hat, und dann musste ich über die Parallelität auch nochmal nachdenken von der Geschichte, dass Fonny inhaftiert wird unter falschen Tatsachen und dass es nur so ein Racheakt ist, denn dieser Polizist inhaftiert ihn eigentlich auch nur, weil er sich über ihn geärgert hat vorher. Weil der Polizist wollte ihn vorher schon mal inhaftieren und sowohl
Tisch als auch dann eine Verkäuferin haben bezeugt, so hey, der Mann ist unschuldig. Und darüber hat er sich so geärgert, dass er ihn bei der nächsten Gelegenheit inhaftiert hat und er jetzt im Knast sitzt. Und da gibt es eine starke Parallelität auch zu der Geschichte von Angela Davis und in dem Moment schreibt er ihr. Und dann musste ich daran denken, ich hatte das gestern rausgesucht, dass gestern auch der Todestag von Uri Jalloh war. Mhm. Uri Jalloh wurde in Dessau in frühen 2000ern, ich weiß gar nicht die Jahreszahl, Uri Jalloh als schwarzer Mann, als schwarzer Immigrant aus einem afrikanischen Land, wurde in Dessau inhaftiert, weil er wahrscheinlich, wie man sagt, Frauen belästigt hat auf der Straße und an Händen und Füßen in der Zelle gefesselt, fixiert und ist dann verbrannt. Und im Nachhinein hat man behauptet, er hätte sich mit einem Feuerzeug in seiner Fixierung aus seiner Hose geholt, die feuerfeste Matratze angezündet und dann über mehrere Stunden sich hat brennen lassen. Im Nachhinein hat man auch Schädelfrakturen gefunden und andere Knochenbrüche und vermutet weitere Verletzungen, die man nicht mehr nachweisen konnte, weil die Leiche verbrannt ist, die auf eine starke Misshandlung hindeuten. Und mehrfach wurde belegt, dass es nicht möglich war, dass er sich hätte selber anzünden können. Bis heute gilt der Fall als Selbstmord. Auch da haben wir eine Parallelität zu heute, zu einem Fall, der nicht lange weg ist, nach Deutschland und eben nicht in den 70ern irgendwo in den USA. Und ich fand diese Kette, die sich da geschlossen hat, gestern bemerkenswert, um es ganz neutral zu sagen, und erschütternd. Sagt mir oder helft mir bei einer Sache. Ich habe das Gefühl, es dreht sich immer wieder darum, sowohl im Sprechen über Literatur als auch in gesellschaftlichen Diskussionen immer noch darum, einerseits Unterschiede erstmal anzuerkennen, also zu sehen, dieses Buch ist eines, das von der Erfahrung schwarzer Menschen in einer rassistischen Gesellschaft erzählt. Gleichzeitig, und es gibt zum Beispiel, das Buch habe ich auch mitgebracht, Resonanzen, ein Festival von Sharon Dodua Otu, an dem Elisa Diallo auch mitgewirkt hat, die hier im Publikum ist, ein Festival für ein schwarzes Literaturfestival. Es gibt also die Notwendigkeit, dafür einen Raum zu schaffen, das Spezifische zu zeigen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Notwendigkeit, zum Beispiel auch in Beale Street Blues, das Allgemeinmenschliche, wie du hast vorhin gesagt, das erzählt auch eine universelle Liebesgeschichte. Es gibt für mich einen ganz wichtigen Satz, in dem, als der Anwalt und Tisch sich in die Augen gucken, eigentlich misstrauen sich beide. Und Baldwin schreibt, auf einmal passiert etwas Menschliches. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Also eigentlich verstehe ich das Schwarze Literaturfestival von Sharon Dodua Otu so als einen Schritt, der irgendwann nicht mehr notwendig ist. Verstehe ich das falsch? Wo sind wir in diesem Prozess? Was machen wir mit Büchern, bei denen wir einerseits sagen, das ist jetzt eine schwarze Literatur, gleichzeitig begegnet einem dann, jetzt wird schon wieder markiert als eine bestimmte Schublade. Eigentlich müsste man anders drüber sprechen. Ich finde das extrem schwer, sich darin zu bewegen in diesem Feld. Ich glaube auch, das Ziel ist, dass das nicht mehr nötig ist, wenn die Welt perfekt ist und wir keine Unterschiede, bla. Aber ich hange mich, und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber ich hange mich so ein bisschen an dieser Idee, ich störe mich so ein bisschen an dieser Idee, es ist einerseits das und andererseits das. Es ist einerseits eine schwarze Geschichte und andererseits eine universelle Geschichte über Liebe. Es ist eine schwarze Liebesgeschichte und die funktioniert halt nicht. Und dazu gehört halt auch Rassismus, weil das leider, was uns ausmacht als schwarze Person, erfährt man Rassismus. Aber gleichzeitig liebt man auch. Und natürlich gibt es auch Liebe in dieser Geschichte. Also ich sehe diese Trennung nicht. Und ich glaube, das gilt es zu überwinden. Es ist eine schwarze Liebesgeschichte. Und das allein ist schon viel zu selten. Dass es eine Geschichte haben, in denen es zwei Menschen gibt, die schwarz sind und sich lieben, passiert viel zu selten in der Literatur.
Aber dass das vielleicht anders funktioniert, also Selbstverständlichkeiten unter weißen Liebesgeschichten, das gehört halt dazu. Und das ist kein Aber, sondern genau. Teil dessen. Und deswegen störe ich mich so sehr daran, wenn Baldwin so hingeht, ich will jetzt nicht nochmal die Schublade aufmachen, ich will nur erklären, was mich daran so stört, wenn Baldwin so zugerichtet wird, zu so, also wenn es sich, wenn weiße Menschen sich das so zu eigen machen wollen und zu ihrer Geschichte machen wollen, weil, fühlt euch doch eingeladen, mal in diese Welt zu schauen, wo ihr vielleicht selten reinschaut, weil es zu wenig dazu gibt, weil zu wenig dazu geschrieben wird, weil zu wenig davon sichtbar wird. Fühlt euch doch eingeladen, diese schwarze Liebesgeschichte zu erkunden. Und ich finde, ganz viele Aspekte, die wir auch schon genannt haben, sind total wichtig und spannend. Was macht Rassismus mit weißen Menschen? Also wo verliert man seine Menschlichkeit? Das über das Buch zu entdecken, ist ja viel spannender, als das so zuzurichten und das, was es eigentlich ist, das wegzunehmen. Fühlt euch eingeladen und schaut doch eher hin. Ja, also ich sehe den Unterschied nicht. Ich finde, es ist beides. Es ist eine schwarze Liebesgeschichte. Menschen können lieben und Gewalt erfahren. Und ich finde, das transportiert das Buch total gut, dass es so beides gleichzeitig ist. Ich hatte gesagt, es ist ein schreckliches Buch. Aber natürlich gibt es ganz viel Schönheit in dem Buch und ganz viel Liebe, ganz viel Solidaritäten, ganz viel Wärme. Ganz viele Brüche auch. Es gibt weiße Figuren, die Hilfe leisten. Es gibt weiße Figuren, die scheiße sind. Es gibt schwarze Figuren, die furchtbar sind. Es gibt die Komplexität des Lebens. Und ich finde, das macht das Buch so stark. Und das bringt es auch für mich zurück an diese Anfangssituation, diesen Puls, den man spürt. Das Buch ist so lebendig, die Figuren sind so lebendig, weil sie eben keine Abziehbilder sind, sondern weil sie eben beides zusammenbringen. Und ich würde es nicht trennen wollen. So, lange Rede. Ich versuche das jetzt sozusagen mal über das Sprechen, auch über Literatur. Also ich stimme dir natürlich, ist ja klar, in allem zu. Und das ist auch ein Punkt, den du hast sehr viel besser ausgedrückt als ich gerade. Aber es ist genau der Punkt, den ich auch versucht habe zu machen, dass genau diese Gleichzeitigkeit das ist. Also einfach beides. Ich persönlich für mich mache es abhängig vom Kontext, wie ich das, was gesprochen wird, höre. Ich übertrage das jetzt mal auf meinen Kontext, einfach weil es sozusagen für mich da mehr Erfahrungswerte habe. Ganz oft wird mein Buch beschrieben als postmigrantische Literatur. Ich wurde einmal gefragt, ob es zu wenig die Literatur über Gastarbeiter der ersten Generation gibt. Und ich habe mich gewundert und habe gesagt, Gastarbeiter sind Menschen. Wenn Sie danach fragen, ob es zu wenig die Literatur über Gastarbeiter gibt, dann fragen Sie, gibt es zu wenig die Literatur über Menschen? Weil Gastarbeiter sind Menschen. Das heißt, in der Frage steckt schon eine bestimmte Annahme. Das ist eine bestimmte Art Mensch und alles andere ist dann aus und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich extrem sozusagen vom Kontext abhängig, wann diese Frage gemeint ist, um zu bonden und wann diese Frage gemeint ist, um die Differenz zu betonen. Und mit dieser Widersprüchlichkeit leben Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die ganze Zeit. Das fängt ja schon beim Sprechen über Rassismus an. Natürlich gibt es keine Rasse, aber es gibt Rassismus. Also wie drüber sprechen, ohne es zu reproduzieren? Man bewegt sich ja die ganze Zeit in Widersprüchlichkeiten. Die sogenannten anderen sind unterlegen, aber gefährlich. Die sind faul, aber klauen uns die Jobs. Und in diesen Widersprüchlichkeiten bewegt man sich die ganze Zeit und deswegen sind die Antworten darauf auch widersprüchliche. Und manchmal, wenn mir Leute sagen, du bist doch einer von uns, sage ich, nee, ich bin nie einer von euch. Ich werde mein Leben lang Kanake bleiben, ich bin kein Deutscher. Und dann in anderen Kontexten sagen die Leute, du bist doch kein Deutscher. Dann sage ich, doch, gewöhnlich dann, Nejati Isiri ist ein deutscher Name. Und ich verstehe, dass das sozusagen schwierig ist, da diesen Balanceakt zu finden. Und ähnlich ist es mit der Literatur. Manchmal sage ich, mein Buch ist postmigrantische Literatur und es ist Ausdruck einer Legacy, eines Erbes und ich sehe mich damit in der sozusagen Tradition von vielen anderen AutorInnen, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten, vielen nicht weißen anderen AutorInnen in Deutschland sozusagen. Und andererseits wehre ich mich manchmal natürlich gegen, weil
Es gibt keine postmigrantische Literatur. Es tut so, als wäre es sozusagen entweder postmigrantisch oder universell menschlich. Und was ich zumindest aber versuche, ist, zu schreiben über Menschen, die unterwegs sind, aber darin was universell Menschliches zu finden, ohne das Aber, sozusagen. Und das macht es schwierig, aber für mich sind das alles taktische Kampfbegriffe. Postmigrantisch und so weiter und so weiter. So ähnlich wie Baldwin sagen würde, weiß ist eine Konstruktion, es gibt keine Weißen. Und dann sagt er aber, I'm talking about a social fact. I don't know what race is, I'm talking about a social fact. Und das macht es sozusagen schwer, darüber zu reden. Es hängt absolut vom Kontext ab. Also es ist total... und ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, aber ich benutze es nur strategisch, nur taktisch. Nur um zu gucken, was mein Gegenüber von mir will, und entweder will ich ihn umarmen oder halt einer aufverteilen. Mit manchen Wörtern mache ich das auch, ja. Aber ja, ich betone das meistens, ich betone meine Identität als schwarze, ostdeutsche Frau sehr stark, aber eben, weil ich aus dieser Erfahrung komme, dass es mich nicht gibt. Und das ist dann schon immer für Leute, wenn ich diese beiden Wörter zusammenbringe, Ostdeutsch und Schwarz, für viele dann schon so ein Errorzeichen im Gesicht. Und das kann man als strategisch sehen, aber es ist mir genau deswegen wichtig, weil ich bis vor kurzem nicht existierte. Und meine Existenz so mühsam erschreiben, ernennen, bezeichnen muss. Aber ja, wahrscheinlich ist es was Strategisches. Wenn es normal wird, dann kann ich mich auch ausruhen. Ja. Und jetzt trinken wir einen Schnaps, oder? Ja. Alright. Also, oder was einen Schnaps mit und ohne Alkohol gibt's. Das wird nämlich das Schlussritual von Café Lit. Und ich glaube, ich brauche auf jeden Fall immer am Ende einen Schnaps. Aber während ich den Schnaps einschenke, beziehungsweise den Pseudo-Schnaps, vielleicht könnt ihr nochmal überlegen, was ist der Satz, der für euch so hängen bleibt von Baldwin jetzt an diesem Abend, an diesem spezifischen Abend, oder eine Szene oder so aus diesem Buch Beat Street Blues. Aus dem Buch ein Satz. Ja. Katharina, Schnaps oder? Ich nehme Schnaps. Ich mochte ja, also ich hatte zwei Sachen, an denen ich mich so festgehangen hat. Und das beide habe ich schon vorgelesen. Aber dieses Intro, ich finde das so gut. Mich hat das so berührt, emotional. Ich war so richtig so, ja, dieses Buch will ich jetzt lesen, als er von Legacy gesprochen hat und dann so einen Kanon aufgemacht hat, Louis Armstrong in die Tradition seines Vaters gestellt hat, in die Tradition von Städten gestellt hat, diese Beale Street rausgesucht hat. Ich merke richtig, dass das was mit mir macht, wenn ich das lese. Und ich habe das ganz, ganz oft dann nochmal gelesen, weil so, aber wahrscheinlich aus dieser Lücke heraus, die ich jetzt schon tausendmal benannt habe. Ich hatte das nicht. Ich hatte das im Aufwachsen nicht. Es gab keine schwarze Geschichte. Es gab kein Wir. Und ich hatte das Gefühl, so Baldwin sagt, hier gibt es ein Bier. So, yes. Daran würde ich mich weiter klammern. Ja. Ja. Etwas, das mich in diesem Buch unglaublich berührt hat und was wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen hatten, waren die Allianzen oder die Solidaritäten der auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen marginalisierten und diskriminierten Gruppen. Also es gibt zum Beispiel ein spanisches Restaurant oder ein mexikanisches. Ein spanisches Restaurant, wo die beiden immer wieder hingehen und wo sie mehr oder weniger umsonst Essen bekommen. Oder es gibt eben sozusagen diese italienische Lady, die in dem Fall eins sagt und sagt, der Junge ist unschuldig und mehr oder weniger auch mit ihrem Körper sich dazwischen stellt, zwischen ihn und dem Polizisten. Es gibt den Mann, der den Speicher vermietet und dann aber sagt, in dem Moment, als er erfährt, dass Fonny ins Gefängnis muss, sagt, ich brauche die Miete nicht und ich werde den Speicher auch an niemand anderen geben. Und all diese, das ist etwas, was mich sehr gerührt hat. Und deswegen mochte ich den Satz. Warte mal, wo ist das denn? Das sagt Joseph. Er sagt das zu seiner Tochter. Er sagt, hör zu, Kleines, wir müssen aufeinander aufpassen in dieser Welt, stimmt's? Und ich mochte, das stimmt's am allermeisten. Wir müssen aufeinander aufpassen in dieser Welt, stimmt's?
Das ist sehr lustig. Das war der Satz, den ich jetzt auch genannt habe. Wirklich? Ja. Wow. Also stimmt. Ja, stimmt. Ja, das ist doch ein schöner Schluss. Allianzen. Das war Kaffee Lit für heute. Und das Schöne an Kaffee Lit ist, dass es nur gemeinsam funktioniert. Denn nur wenn wir mit unseren Fragen und Erfahrungen in die Buchwelt funken, funkt sie auch zurück. Ich danke meinen Gästen hier an meiner Seite. Ich danke dem Publikum hier im Raum für die Aufmerksamkeit, die sie uns geschenkt haben. Ich danke dem Team von Kaffee Lit, der Alten Feuerwache und allen Leuten vor den Bildschirmen, die uns noch gucken werden in der nächsten Zeit. Und jetzt hoch die Tassen auf James Baldwin und alle, die in seinem Geiste schreiben und lesen. Cheers. Cheers. Magst du weitermachen mit dem Gewusel? Ich kann meine Arme nicht mehr zurück. Ja, ja, das ist mein Weg. Ja, das ist mein Weg. Ja, jedenfalls diese Stelle ist die einzige. Ach so, warte mal, was muss ich jetzt? Ach so, ich war mal bei was anderem noch. Was musst du denn jetzt machen mit diesem Mikro? Hat er gesagt, ich würde gerne, wir sollen sagen, worüber wir gerne noch gesprochen hätten, denn wir hätten gerne noch eine Stunde gesprochen. Und ich meinte nur, ich hätte gerne an den Nuancen jetzt gearbeitet, weil wir jetzt so schwarze Geschichte, das besprochen haben, geil, ein gutes Fundament. Und jetzt hätte man so reingehen können, was man halt meistens nicht macht, weil, das ist auch so ein bisschen die Tücke, das ist jetzt die Tücke der Zeit gewesen, aber ganz oft ist es so, wenn man über eine schwarze Geschichte spricht, dann bleibt es auch bei einer schwarzen Geschichte. Und dann geht man eben nicht rein in the nitty-gritty, in das Handwerk, in die Nuancen, die so jenseits dessen passieren. Aber meins wäre, eine Sache wäre gewesen, ich habe die Beziehung genossen zwischen der Protagonist, also zwischen Sharon, der Mutter der Protagonistin, und ganz am Ende der Frau, die sie in Mexiko besucht. Und zwar genossen, weil da so viel passiert ist. Weil da so viel Nähe passiert ist, so viel Distanz passiert ist, so viel abgehandelt wurde, eine andere Perspektive mit reingebracht wurde. Also auf einmal hat es das so ein bisschen aufgerissen, was vorher passiert ist. Und es hat, Baldwin hat da nochmal ganz viel verhandelt. Das fand ich gut. Und das fand ich spannend, wie das gemacht wurde und wie so Nähe, Distanz permanent aufeinandergeschlagen ist. Ich muss kurz nachdenken. Also ich fand das Gespräch gut und ich fand, das war eine, jetzt hört man's. Okay, genau. Ich fand auch, dass das ein gutes Gespräch war, in dem wir sozusagen erstmal eine Grundlage gefunden haben, um dann weiter zu sprechen. Und ich hätte jetzt gerne weitergesprochen tatsächlich und wäre auch gerne noch ein bisschen auch in die Machart gegangen. Ich hätte gerne eure beiden Perspektiven auf Baldwins Kunstbegriff gehört, also welche Vorstellung von Kunsthandwerk steckt eigentlich dahinter. Baldwin hat ja immer wieder gesagt, er mag das Wort Künstler nicht, Fonny selbst sagt das auch, sagt, ich weiß nicht, ob ich ein Künstler bin, aber ich bin auf jeden Fall ein Kunsthandwerker. Und ich hätte mir diese Handwerklichkeit gerne angeguckt. Wie sind die Übergänge gemacht? Wann wechseln die Perspektiven? Wann wechselt das Tempos? Und so weiter und so weiter. Also ich hätte mir sozusagen noch mehr gewünscht jetzt über die literaturhandwerklichen Maßnahmen, Vorgänge, Prozesse, die das Buch beschreibt. Das hätte ich gerne besprochen, aber vielleicht ist es auch noch für mich interessant. So. Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass wir gerne weitergesprochen hätten. Obwohl wir schon ewig gesprochen haben. Ja. Sweet. Ja, ich finde es ganz gut. Oh. Wir müssen das Publikum fragen, ob sie es jetzt ewig gefunden. Ich wüsste gerne noch, was Inda gerne gesprochen hätte. Aber ja, ich wäre gerne tatsächlich noch zu Nejatis Anfang zurückgekommen. Baldwin als Writer's Writer, also als Schriftsteller für Schriftsteller. Und zum Beispiel die Frage der Sprache, der kommt ja aus einer Predigerfamilie und weiß sehr genau, wie Rhetorik funktioniert. Und ich hatte manchmal das Gefühl, das ist schon ganz schön pathetisch und
hätte gern mit den beiden besprochen, manipuliert er auch irgendwo? Ist das zulässig oder ist das nicht zulässig? Ja, diese Gewalt der Sprache, die hätte ich, glaube ich, gerne noch besprochen. Das ist es. Das ist es.